Recht und Freiheit, das ist das, wofür wir stehen und wofür wir auch weiter kämpfen wollen. Ministerpräsident Kretschmer ist dafür bekannt, dass er mit klaren Worten spricht, Mut macht und auch kämpft. Das hat er gezeigt bei dem Landtagswahlkampf. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute bei der Vollendung seiner Koalitionsgespräche. Alles Gute und viel Kraft an Ministerpräsident Kretschmer. Wir werden dafür sorgen, allerdings, oder unser Auftrag ist, dass hier der Ablauf unserer Tagung nicht turbulent ist. Lebhaft wünschen wir, aber sollte es turbulent zugehen, würden wir unseren Auftrag sehen, das entsprechend zu ordnen. Und damit darf ich übergeben an den Tagungspräsident David McAllister, der vor wenigen Tagen als stellvertretender Vorsitzender der EVP gewählt wurde. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank, Lucia Puttrich. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Grußworte. Und ich hier gebe nun das Wort an den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Herrn Burkhard Jung. Herr Oberbürgermeister, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Kamm-Karrenbauer, lieber Herr Kretschmer, liebe Frau Bundeskanzlerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in Leipzig. Und es ist ein großes Zeichen von Souveränität, dass der SPD-Oberbürgermeister ein Grußwort sprechen kann. Vielen Dank dafür. Ich denke, es ist ein gutes und ein wichtiges Zeichen, dass Sie genau zum 30-jährigen Jubiläum in der Stadt der Friedlichen Revolution ihren Parteitag abhalten. Der Ministerpräsident hat darauf hingewiesen, es ist in der Tat ein besonderes Jahr. Wir haben noch am 9. Oktober dieses Jahr mit über 70.000 Menschen das Lichtfest in Leipzig gefeiert. Über 70.000 gingen mit Kerzen in der Hand illuminierte Gebäude betrachtend durch die Stadt über den Ring. Und wir haben uns erinnert an diese 30 Jahre. Und Herr Kretschmer hat darauf hingewiesen, in der Tat, vor 30 Jahren sah es in Leipzig ganz anders aus. Die Häuser und Straßen waren verfallen, die Geschäfte leer, die Flüsse waren schwarz und stinkende Brühe, die Luft war geschwängert vom Gestank der Kohleheizungen, an den Stadtgrenzen nagten die Kohlebagger. Die Industrie sah mancherorts so aus wie zu Zeiten der industriellen Revolution. Alles so war das. Und wir vergessen so schnell. Aber wir wollen nicht vergessen. Und die Menschen sehnten sich vor allem nach einem, nach Freiheit und gingen auf die Straße. Und es gab einen Widerstand und es gab tapfere Menschen, die ein System hinweggefegt haben. Ein System, das die totale Kontrolle suchte einer völlig aus den Rudern laufenden Diktatur und ihrer machterhaltenden Stasi. Und dass wir heute hier so zusammensitzen können, hat eben auch mit diesen Menschen zu tun, die tapfer und mutig an jenem 9. Oktober in Leipzig ein System zum Schweigen brachten und einen Monat später öffnet sich die Mauer. Herzlichen Dank, dass Sie daran erinnern, indem Sie hier bei uns den Parteitag durchfahren. 30 Jahre später hat Leipzig sich zu neuer Blüte entwickelt. Ich will daran erinnern, dank der immensen Anstrengungen des Aufbaus Ost, dank der anpackenden Menschen in Ost und West, dank Menschen hier in Leipzig ist Leipzig heute eine wirklich blühende Metropole. Noch vor 15 Jahren kämpften wir mit den wirtschaftlichen Folgen der DDR-Diktatur. Wir hatten 25% Arbeitslosigkeit. Jede Familie war betroffen. Von den einst 700.000 Einwohnern waren 470.000 übrig. Und jetzt, 2019, ist alles anders. Vor zwei Wochen konnte ich wieder den 600.000. Einwohner begrüßen. Aus der Massenarbeitslosigkeit ist Fachkräftemangel geworden und die Arbeitslosenquote, das ist eigentlich die schönste Zahl überhaupt, jetzt im November wird eine 5 vor dem Komma stehen. Ist das nicht großartig? Menschen von nah und fern kommen zu uns. Sie wollen leben in einer lebendigen, in einer kulturprallen, in einer offenen, prosperierenden Stadt. Mittlerweile viel aus dem Westen, viel aus dem Ausland, aus Europa und weit darüber hinaus. Und ich sage den kühnen Satz, vielleicht
ist Leipzig die erste gesamtdeutsche Stadt. Die Hälfte aller Leipzigerinnen und Leipziger waren jedenfalls 1989 nicht hier. Meine Damen und Herren, ich behaupte, in unserer Stadt kann man sehen, die deutsche Einheit ist gelungen. Und dennoch liegt viel auf dem Tisch. Die Herausforderungen sind ebenfalls zu spüren. Nicht überall in Deutschland geht es bergauf, nicht im Osten und auch nicht im Westen. Und in meinem neuen Amt als Städtetagspräsident kann ich Ihnen sagen, ich kann sehr wohl einschätzen, wie es um die Situation der Städte ist, im Ruhrgebiet oder anderswo, im Vergleich innerhalb Deutschlands. Der Strukturwandel, die Digitalisierung, die Globalisierung, der Klimawandel, alles Themen, die neu auf dem Tisch liegen, schärfer auf dem Tisch liegen. Unser Land hat in vielen Fragen die Einteilung nach Ost und West längst überlegt. Ich kann es mal zuspitzen, eigentlich kann ich es nicht mehr hören. Meinen Kindern ist kaum mehr eine gebräuchliche Kategorisierung fremd wie die zwischen Ost und West. Und das ist gut so. Wir müssen über ganz andere Dinge reden. Lassen Sie uns sprechen über prosperierende Regionen und schrumpfende. Lassen Sie uns reden über Arm und Reich. Lassen Sie uns reden über Wachstum und Schrumpfung. Ich mache mir in der Tat Sorgen, dass unser Land an einigen Stellen auseinanderfällt. Der Stadtgegensatz ist existenziell für unsere Demokratie. Wir brauchen Brücken zwischen der Region und den prosperierenden Städten. Es ist existenziell, dass Menschen, die sich nicht mehr wohlfühlen, die sich nicht mitgenommen fühlen, die nicht fischelant sich bewegen im urbanen Milieu, sondern sich abgehängt fühlen, wieder hineingenommen werden in die Mitte unserer Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen und uns, dass uns das in den nächsten Jahren sehr, sehr deutlich gelingt und biete Ihnen in der Tat alle Unterstützung, auch aus Städtesicht, für diese große Aufgabe, dieses Land zu einen, statt es zu polarisieren. Herzlich willkommen in Leipzig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, herzlichen Dank für Ihr Grußwort. Wir freuen uns, dass wir in Ihrer wunderschönen Stadt zu Gast sein dürfen. Und ich hoffe, Sie werden noch einige schöne Stunden im Kreise von uns christlichen Demokraten heute hier verbringen können. Bevor ich das Wort gleich an Ursula von der Leyen gebe, möchte ich zunächst noch einige besondere internationale Gäste auf unserem Parteitag begrüßen. Es ist bei uns gute Tradition, dass wir Vertreterinnen und Vertreter zu Gast haben von unseren Partnerparteien, der Europäischen Volkspartei, der Christlich-Demokratischen Internationalen und der International Democratic Union. Aus nahezu allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind heute unsere Partnerparteien vertreten, darüber hinaus auch aus dem westlichen Balkan, aus der östlichen Partnerschaft und aus vielen anderen weiteren Teilen der Welt. Annegret Kramp-Karrenbauer hat bereits begrüßt, besonders herzlich, den Vorsitzenden des Partido Popular, Pablo Casado. Ich möchte darüber hinaus einige wenige prominente Gäste begrüßen. Wir freuen uns, dass wir von unseren französischen Freunden, von den Les Républicains unter uns haben, die Abgeordnete Constance Le Grip und den Senator Ronan Le Gleu. Wir begrüßen aus Kroatien den Innenminister Davor Božinović. Wir begrüßen die Parteivorsitzenden unserer Schwesterparteien aus Nordmazedonien, Christian Mitzkowski, aus Albanien, Nulcim Basa. Und es ist mir eine besondere Freude, auch den Vorsitzenden der Partei der ungarischen Minderheit in Rumänien zu begrüßen. Er ist aus Siebenbürgen angereist, Hunor Kelemen. Und ich begrüße den Vorsitzenden unserer zypriotischen Schwesterpartei, Averof Neofitu, der dort vorne sitzt. Ebenfalls ein ganz herzliches Willkommen an euch alle. Wir haben zahlreiche Gäste aus Südamerika bei uns, aus Brasilien, Chile, Argentinien, Ecuador, Peru und Kolumbien. Und nicht zuletzt begrüße ich den stellvertretenden Ministerpräsidenten des Libanon, Herrn Hassan Hasbani. Allen Gästen auch außerhalb Europas ein ganz herzliches Willkommen bei der CDU Deutschlands. Liebe CDU-Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte, ich bin gebeten worden, dass im Saal etwas mehr Ruhe herrschen sollte. Insbesondere möchte ich diejenigen bitten, die nach wie vor telefonieren müssen im Saal, das draußen zu machen und nicht drinnen. Ich glaube, das hilft allen, die jetzt aufmerksam zuhören wollen. Ich freue mich jetzt sehr, unserer
ehemaligen stellvertretenden Bundesvorsitzenden, unserer lieben guten Freundin aus Niedersachsen, unserer gewählten Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, jetzt das Wort zu geben. Ursula, schön, dass du bei deiner politischen Heimat heute zu Gast bist. Du hast das Wort und wir freuen uns auf deine Grußworte. Vielen Dank, lieber David, liebe Annegret, lieber Michael, liebe Angela, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Es tut erstmal richtig gut, wieder hier bei euch zu sein. Heute heißt es ja in der Tat irgendwie Abschied nehmen, zumindest Abschied nehmen von den Ämtern, die ich in der CDU habe. Als ich vor einem Jahr wieder kandidiert habe fürs Präsidium, da konnte keiner ahnen, wie dieses Jahr verläuft. Und insbesondere nicht, dass am 1. Juli die Staats- und Regierungschefs mich als Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker nominieren würden, als Kandidatin für das Amt der Kommissionspräsidentin. Das Ergebnis war überraschend, aber es ist irgendwo auch was ganz Bewegendes. Ich bin mir darüber im Klaren, dass es bedeutet, dass es zum ersten Mal seit über 60 Jahren nach Walter Hallstein wieder so ist, dass ein Deutscher an der Spitze der Europäischen Kommission stehen wird. Und in diesem Falle ist es eine Deutsche, zum ersten Mal eine Frau. Auch das, finde ich, ist etwas ganz Besonderes. Ich kann mich noch an Walter Hallstein erinnern, ganz dunkel, denn es gab die gute Tradition während seiner Zeit, dass er Weihnachtsfeiern organisierte und da durften die Generaldirektoren, mein Vater war damals Generaldirektor für Wettbewerbsfragen und ich weiß es nicht, ob die Kommissare dabei waren, mit ihren Familien und ihren Kindern kommen. Das heißt, ich war immer mit meinen Geschwistern zu der Zeit bei der Weihnachtsfeier und erinnere mich noch daran, wie beeindruckend das Ganze für mich gewesen ist. Für mich bedeutet dieser Weg jetzt nach Brüssel in die Europäische Kommission sehr stark auch das Gefühl des Nachhausekommens. Aber wie alle Europäerinnen und Europäer habe ich eine Nationalität. Ich bin Deutsche. David hat es gesagt, ich bin Niedersächsin mit ganzem Herzen. Und ich habe eine Heimat, da sind unsere Niedersachsen wunderbar. Und ich habe eine politische Heimat und das ist meine CDU. Und deshalb bin ich gerne heute hier bei euch. Es ist schon eine Weile her, dass ich zum ersten Mal für den Vorstand der CDU kandidiert habe. Das war im Jahr 2004. Das ist jetzt 15 Jahre her. Ich weiß natürlich, dass ich es euch nicht immer ganz leicht gemacht habe. Aber am Ende konnten wir uns immer aufeinander verlassen. Und ich finde, wir haben auch ordentlich was für dieses Land bewegt. Wenn ich mal so zurückschaue, da ist ganz am Anfang natürlich das Elterngeld gewesen mit den Vatermonaten. Ich erinnere noch, wie der bayerische Löwe damals gebrüllt hat, wir Männer brauchen kein Wickelvolontariat. Alexander Dobrindt, du warst es nicht. Du hast mich damals unterstützt. Und heute wissen wir, dass das Bundesland, wo die meisten Väter Elterngeld nehmen, Bayern ist, also auf die bayerischen Väter ist Verlass. Wir haben damals den Ausbau der Kinderbetreuung, den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz nach vorne gebracht. Und was das gezeigt hat, es war ganz moderne Familienpolitik. Die anderen, die haben immer viel geredet. Aber zum Schluss, wenn es darauf ankommt, dass man gute Politik für die Menschen in diesem Land umsetzt, dann ist es immer die CDU gewesen, die das geschafft hat. Auch an diesem Beispiel konnte man das deutlich sehen. Ich möchte bei diesem Thema von ganzem Herzen meiner Frauenunion danken. Ich habe mich immer auf euch verlassen können. Und liebe Frauenunion, es ist Gold wert, euch als Unterstützung zu haben. Bleibt weiterhin so stark, bleibt weiterhin so zielorientiert. Ihr habt tolle Dinge durchgesetzt, ihr werdet weiterhin tolle Dinge durchsetzen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die ihr mir immer gegeben habt. Und bei Thema Elterngeld möchte ich einen ganz besonderen Dank auch an Wolfgang Schäuble aussprechen. Lieber Herr Schäuble, stups ihn mal an.
Lieber Herr Schäuble, es kommt jetzt überraschend, dass ich Ihnen beim Thema Elterngeld von ganzem Herzen danken möchte. Ich möchte Ihnen danken, weil damals haben Sie etwas gemacht, was sehr, sehr typisch für Sie ist. Sie werden das nicht mehr erinnern, aber ich habe das nie vergessen. Das war vor 14 oder 13 Jahren, als ich anfing, über das Elterngeld nachzudenken. Wir hatten eine Präsidiumssitzung. Ich sollte die ersten Grundzüge des Elterngeldes vorstellen. Ich bin gnadenlos untergegangen in der Kritik. Und am Ende der Präsidiumssitzung, als es beinahe sozusagen vorbei war mit diesem ganzen Thema, weil ich kein Bein an den Boden gekriegt habe, hat Wolfgang Schäuble plötzlich gesagt, ich glaube, wir machen gerade eine ganz große Rolle rückwärts. Und dann hat er erzählt von den klugen jungen Männern und den klugen jungen Frauen in unserem Land, die Karrieren machen wollen und die Karrieren machen müssen und die sich Kinder wünschen. Und dann hat er nur einen Satz gesagt. Hat er gesagt, ja, wie soll's denn gehen? Und dann drehte sich plötzlich die Stimmung im Präsidium. Und lieber Herr Schäuble, für diese großartigen Momente, die Sie immer wieder finden, wenn es darum geht, entscheidende Weichen der Modernisierung zu stellen, dafür bin ich Ihnen heute genauso dankbar, wie ich es damals war. Vielen herzlichen Dank für das. Aber wir haben natürlich auch unsere Auseinandersetzung gehabt. Ich brauche nur das Wort Frauenquote zu sagen. Es steht ja heute auch wieder im Raum, wenn ich das alles richtig mitverfolgt habe aus Brüssel. So manch einer mag sich daran erinnern, was es uns damals fast zerrieben hat. Und ehrlich gesagt, für mich war das beinahe das Ende meiner politischen Karriere. Ich war kurz davor, zurückzutreten, weil ich irgendwie in der Sackgasse war und nicht mehr weiter wusste. Und ich möchte an dieser Stelle dir, liebe Angela, danken für etwas ganz Außergewöhnliches. Natürlich müsste ich dir danken, was sowieso schon außergewöhnlich ist, für die große Freiheit, die du deinen Ministerinnen und Ministern immer lässt. Das Riesenzutrauen, das du zu ihnen hast, in ihrer Fachlichkeit. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes und das hast du dir durch all die 14 Jahre durch erhalten. Aber bei dem Thema Frauenquote, wo wir beide auf unterschiedlichen Seiten standen, will ich dir für was anderes danken, das mir auch gezeigt hat, warum du so hoch anerkannt und respektiert bist unter den internationalen Staats- und Regierungschefs. Es war nämlich so, ich war am Ende, ich wollte zurücktreten und Angela hat mit mir gesprochen, man kann schon eher sagen, mit mir gerungen. Und du hast mit mir verhandelt. Du bist die härteste Verhandlerin, die ich im Leben je kennengelernt habe. Das, meine Damen und Herren, jo, da können Sie klatschen, denn sonst wären die Dinge nicht so gut, wie sie sind. Aber Angela Merkel ist nicht nur die härteste Verhandlerin, die man sich vorstellen kann. Angela Merkel achtet immer darauf, dass ihr Gegenüber nicht das Gesicht verliert und sie ist diejenige, die zum Schluss die Brücke baut, dass man tatsächlich auch eine gemeinsame Lösung findet. Und deshalb bist du so hoch anerkannt im Internationalen und für diese menschliche Größe möchte ich dir von ganzem Herzen danken, liebe Angela. Das war die Zeit als Arbeitsministerin gewesen, aber auch die Zeit als Verteidigungsministerin. Da habe ich euch immer an meiner Seite gewusst. Es waren weiß Gott bewegte Jahre und die Welt war weiß Gott auch aus den Fugen geraten. Ich will nur die Stichworte sagen. Wir sind im Dezember 2013 in die Regierung gekommen und es war 2 Monate später, dass Russland die Krim annektierte, der hybride Krieg in der Ostukraine begann. Dann tauchte der IS auf, setzte den Nahen und Mittleren Osten in Brand und die Destabilisierung Afrikas begann. Deutschland und die Bundeswehr haben damals Verantwortung übernommen. Ich kann nur erinnern, von Litauen bis Tallinn, die Modernisierung der NATO, von den Peschmerga bis hin zu der Irak-Mission, von MINUSMA in Mali bis hin zur Ägäis. Wir spüren alle, dass die Zeiten unruhig bleiben. Und da braucht es starke Persönlichkeiten. Liebe Annegret, so eine bist du. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Ich wünsche dir ganz viel Fortüne. Die Soldatinnen und Soldaten brauchen dich. Sie mögen dich. Und ich weiß, du kannst das.
Weil die Zeiten schwierig bleiben, ist es umso wichtiger, dass wir in Europa zusammenhalten. Und es ist ja wahr, dass wir, wie ich eben gesagt habe, nicht immer in allen Positionen miteinander überein waren. Aber dass die CDU immer klar und unverbrüchlich zu Europa gestanden hat, das macht mich unglaublich stolz. Konrad Adenauer hat bereits 1946 gesagt, die Rettung Deutschlands und die Rettung Europas sind identisch. Und gerade eben im Film haben wir das Bild gesehen, wie Helmut Kohl mit François Mitterrand Hand in Hand über den Gräbern von Verdun stand. Das werde ich nie vergessen. Das heißt, von Adenauer bis Kohl, wenn ich so sagen darf, von Schäuble bis Merkel, die CDU hat immer an der großen Erzählung Europas mit Leidenschaft und mit ganz großer Treue mitgeschrieben. Und deshalb sind die Werte Europas und die Werte der Union auch eins. Das ist etwas, worauf ich unendlich stolz bin, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist eben auch der Unterschied zu den Nationalisten und den Populisten. Die Nationalisten und Populisten sehen Hass und sie wollen die Spaltung. Und wir wissen, dass es die Versöhnung ist und dass es die Zusammenarbeit ist, die uns stark gemacht haben. Die Nationalisten und die Populisten, die suchen immer nur die Feinde. Und wir, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben Freunde. Wir haben Freunde von Lissabon bis nach Riga, von Dublin bis nach Athen. Und das ist ein ganz, ganz großer Schatz. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe euch vorhin von der Weihnachtsfeier von Walter Hallstein erzählt. Er hat viel gesprochen, von dem ich gar nichts mehr erinnere. Aber er hat immer einmal uns Kinder angesprochen und das erinnere ich sehr genau. Er hat dann gesagt, wenn ihr groß seid, dann müsst ihr euch um Europa kümmern. Und ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt bist du dran. Wir haben eine Europawahl gehabt und das vielleicht schönste Ergebnis der Europawahl ist die gestiegene Wahlbeteiligung gewesen. Ja, die Menschen wollen Europa. CDU und CSU haben die Wahl in Deutschland klar gewonnen. Und in Europa wurde die Europäische Volkspartei zum wiederholten Male die stärkste Kraft in der Europäischen Union. Ich möchte an dieser Stelle dir, Manfred Weber, von ganzem Herzen danken und meinen großen Respekt aussprechen, was du da geleistet hast bei dieser Europawahl. Wir haben alle erlebt, mit welcher unendlichen Energie und Kraft du dich eingesetzt hast als Spitzenkandidat in Europa. Ich habe selbst das erlebt bei gemeinsamen Wahlkampfauftritten in Estland, in Bratislava und mit welcher Begeisterung du dich für Europa eingesetzt hast. Und ich weiß auch, dass die Situation hinterher nicht einfach für dich gewesen ist. Lieber Manfred, nach meiner Nominierung zur Kandidatin als Kommissionspräsidentin hast du mich vom allerersten Tag an selbstlos und konsequent unterstützt. Und für diese gewaltige menschliche Größe, diese Loyalität, die ich erfahren habe, deine Liebe zu Europa, die du über alles andere stellst, auch alle Verletzungen, die da gewesen sein mögen, möchte ich dir für diese große menschliche Geste, möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Das ist außergewöhnlich, das ist etwas ganz Besonderes und ein besonderes Geschenk. Liebe Freundinnen und Freunde, als Walter Hallstein Kommissionspräsident war, hatten wir gerade 6 Mitgliedstaaten. Heute leben in der Europäischen Union 500 Millionen Menschen in 28 Ländern und wir sprechen 24 verschiedene Sprachen. Dieses Europa steht vor großen Herausforderungen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir zusammenhalten, dann können wir wahre Wunderdinge vollbringen. Dann können wir über uns hinauswachsen.
Und das ist im Kleinen eben wie im Großen, das ist in der CDU genauso, wie es eben in Europa ist. Ich möchte an dieser Stelle, in all diesen vergangenen Wochen, ging es auch darum, zusammenzuführen, zusammenzuhalten, auch gerade in unserer Parteienfamilie. Ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Paul Ziemiak dir danken. Du hast mir unglaublich geholfen in unserer Parteienfamilie in diesen Zeiten. Und Pablo Casado, ich möchte dir auch nicht nur danken für die Unterstützung, die ich immer erhalten habe, aber liebe Freundinnen und Freunde, er hat gerade einen großartigen Sieg eingefahren. Deshalb auch Kompliment, wie du den Wahlkampf in Spanien gemacht hast. Das war erste Klasse. Das ist eben Popular. Das ist eben die Partei, die du vertrittst. Das war außergewöhnlich. Vielen Dank dafür. Ich möchte gerne, dass die neue Kommission Europa international positioniert im Kampf gegen den Klimawandel, in der Digitalisierung, mit einem starken Binnenmarkt und als guter Nachbar. Das sind schwere Themen, aber genau dafür haben wir uns in Europa zusammengeschlossen. Liebe Freundinnen und Freunde, unsere Umwelt, der Kampf gegen den Klimawandel, ist einerseits unsere große moralische Verpflichtung gegenüber unseren Kindern. Wenn Walter Hallstein vor 50 Jahren zu uns Kindern damals gesagt hat, wenn ihr groß seid, müsst ihr euch um Europa kümmern, dann heißt das ja auch im Umgekehrten, dass es eine Verpflichtung seiner Generation war, unserer Eltern, uns ein gutes Europa zu übergeben. Und jetzt ist es an uns, das Gleiche zu tun mit unseren Kindern. Ihnen ein gutes Europa zu übergeben, das heißt eben auch, ihnen eine Erde zu übergeben, die lebenswert ist. Und zweitens ist dieser Kampf gegen den Klimawandel, also auch die Veränderung, die wir brauchen, um auf dieser Erde weiter leben zu können, ist es eine ganz, ganz große Chance für Europa. Denn Europa ist Vorreiter in diesem Thema. Und Europa mit seiner Innovationskraft kann weltweit auch das Vorbild werden beim Kampf gegen den Klimawandel. Wenn wir es richtig machen, dann können wir zeigen, dass die Veränderung mit einem Technologiewandel, der CO2-arm ist, eine Chance bedeuten für unsere Wirtschaft, die innovativ ist, die immer vorne an ist mit einem Mittelstand, der immer die besten Ideen ausbrütet, der immer bereit ist, auch nach vorne zu gehen und modern zu sein, dann kann es eine ganz, ganz große Chance für dieses Europa sein. Europa hat nicht so viele Felder, wo es dermaßen vorne an ist, wie das im Augenblick bei dem Thema Umwelt ist. Wenn ich nach China schaue, China führt jetzt den Zertifikatehandel ein und kommt zu uns Europäern und fragt, welche Fehler habt ihr gemacht, dass wir die nicht wiederholen? Wie habt ihr es richtig gemacht, dass wir uns da auch anschließen können? Und es ist ja auch kein Wunder, dass Tesla zum Beispiel seine Fabrik für Elektroautos am Stadtrand von Berlin bauen will. Und eben nicht in Asien und eben nicht in Mexiko. Wir sind vielleicht nicht immer die Ersten, die aus den Startlöchern kommen. Aber wir sind meistens diejenigen, die dann, wenn sie starten, die Pläne zuverlässig umsetzen mit unserem pfiffigen und innovativen Mittelstand. Und das, meine Damen und Herren, das ist eine Pole Position, die sollten wir unbedingt in diesem Feld halten. Liebe Freundinnen und Freunde, das gilt für den Klimaschutz, das gilt genauso für die Digitalisierung. Wir haben tolle Universitäten, die an künstlicher Intelligenz forschen. Wir haben eine hochmoderne, innovative Industrie und kleine und mittlere Unternehmen. Wir haben eine ganz vielversprechende Start-up-Szene. Europa wird gebraucht, und zwar gerade in der Digitalisierung. Wenn wir uns beim Thema Daten umschauen, dann sehen wir, dass in den USA immer nur vom Markt her gedacht wird. Das Geld regiert die Art und Weise, wie mit Daten umgegangen wird. Und wenn wir nach China schauen, dann dominiert der Staat alles. Er entscheidet darüber, wie mit den Daten der Menschen umgegangen wird. Das Individuum zählt nicht. In Europa ist das anders. Wir Europäer denken vom Menschen her. Und für uns, liebe Freundinnen und Freunde, haben Markt und Staat dem Menschen zu dienen und eben nicht umgekehrt. Und deshalb braucht die Welt auch mehr Europa, gerade in diesem Feld. Wenn das Europaparlament meine Kommission in der kommenden Woche bestätigt,
dann werde ich am 1. Dezember mein neues politisches Amt antreten. Es geht um unser Europa. Es geht aber auch um den Traum unserer Gründerväter und Gründermütter innerhalb der CDU. Es geht um unsere gemeinsamen Werte, die Freiheit, die Liebe zur Freiheit, der Respekt vor der Würde des einzelnen Menschen, die Rechtsstaatlichkeit und unsere kostbare Demokratie. Liebe Freundinnen und Freunde, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch bei meiner Arbeit auch weiterhin an unserer Seite weiß. Es lebe Europa. Liebe Ursula von der Leyen, herzlichen Dank für dein Grußwort. Wir wünschen nun uns alle von Herzen, dass das Europäische Parlament deine Kommission nächste Woche in Straßburg bestätigt und dass du dann am 1. Dezember als neue Kommissionspräsidentin mit deiner Mannschaft durchstarten kannst. Nochmals einen ganz herzlichen Dank vom Parteitag, dass du heute zu uns nach Leipzig gekommen bist. Meine Damen und Herren, liebe CDU-Freunde, ich möchte noch einige wenige weitere internationale Gäste begrüßen. Zum einen begrüße ich aus Serbien die Minister für europäische Angelegenheiten, Frau Jadranka Joksimovic. Ich begrüße aus Kasachstan eine größere Delegation unserer Partnerpartei Nur Otan unter Vorsitz des stellvertretenden Parteivorsitzenden Bauerschan Baybek. Und schließlich möchte ich darauf hinweisen, dass wir heute auch Gäste aus Osteuropa haben. Aus Georgien, aus Armenien, aus der Ukraine und aus Moldau. Und ganz besonders herzlich möchte ich die Vertreter der demokratischen Opposition in Weißrussland hier herzlich begrüßen, Vertreter der United Civic Party, der Bewegung für die Freiheit. Und wir begrüßen unsere belarussischen Christdemokraten. Ihr Vorsitzender Vital Rimaschewski ist da. Und wir wünschen von Herzen Erfolg im Kampf gegen die Diktatur in Weißrussland. Herzlichen Dank und schön, dass ihr da seid. Und nun gebe ich das Wort zurück an Michael Kretschmer. Ja, meine Damen und Herren, kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7, einem weiteren Höhepunkt. Ich übergebe das Wort unserer Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Sehr geehrter Herr Tagungspräsident, liebe Annegret, liebe Freunde, liebe Gäste, lassen Sie mich mein Grußwort persönlich beginnen. Leipzig ist für mich ein besonderer Ort, denn ich habe von 1973 bis 1978 hier Physik studiert, zu Zeiten der DDR. Und Sie können sich vorstellen, dass zum Beispiel jemand wie Walter Hallstein nicht als glorreicher Präsident der Europäischen Kommission bekannt war, sondern mehr durch seine Hallstein-Doktrin, die die DDR als Provokation empfunden hat. Aber für mich ist heute auch ein besonderer Tag. Denn in der Tat, am 22. November 2005 wurde ich im Deutschen Bundestag zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Und das ist und bleibt etwas ganz Besonderes für mich. Und niemals... Nicht einmal in meinen kühnsten Träumen konnte ich mir damals vorstellen, dass nach dieser ersten Wahl 4 Legislaturperioden folgen sollten. Über 50 Jahre der 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland, die wir in diesem Jahr feiern, hat die CDU Deutschland den Kanzler oder die Kanzlerin gestellt. Und ich sage euch und Ihnen, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Und ich glaube, es ist vor allem auch Anlass zur Demut. Und für mich ist es Anlass zur Dankbarkeit, denn das alles hätte ich natürlich nicht schaffen können, wenn ich nicht so viel Unterstützung bekommen hätte, wenn es nicht ein Gemeinschaftswerk gewesen wäre und auch noch ist. Danke allen Mitstreitern in den Regierungen, in der Bundestagsfraktion und vor allem danke an die Partei, die mich getragen hat und mich trägt als Bundeskanzlerin. Und in meiner ersten Regierungserklärung am 30. November 2005
habe ich damals gesagt, fragen wir nicht zuerst, was nicht geht oder was schon immer so war. Fragen wir zuerst, was geht und suchen wir nach dem, was noch nie so gemacht wurde. Überraschen wir uns damit, was möglich ist. Überraschen wir uns damit, was wir können. Und ich glaube, das haben wir an vielen Stellen eingelöst. Nicht immer zur Freude aller, aber immer nach bestem Wissen und Gewissen. In diesen 14 Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Gut ist, dass wir statt 5 Millionen Arbeitslosen heute weniger als 2,5 Millionen haben. Aber es gab auch große Krisen. Ich will an die Weltfinanzkrise erinnern und an die Eurokrise. Der Euro stand zeitweise auf dem Spiel. Und der Euro und der Schengen-Raum, das sind vielleicht die beiden Dinge, die Europa unumkehrbar machen. Eingeführt von Bundeskanzler Helmut Kohl. Und wir haben für diesen Euro gekämpft und ich möchte Wolfgang Schäuble noch einmal danken, denn es gab viele schlaflose Nächte und Stunden, in denen wir darum gerungen haben. Und wenn man heute auf Spanien guckt, wenn man heute auf Portugal guckt, wenn man heute auf Irland guckt und wenn man mit der neuen Regierung auch auf Griechenland guckt, dann kann man sagen, es hat sich gelohnt für alle. Wir haben den Euro, aber wir haben auch wieder starke, wirtschaftlich starke Länder. Wir haben gemeinsam viel geschafft, weil wir sowohl auf die Kraft der Selbstvergewisserung immer wieder gesetzt haben. Ich erinnere an den legendären Parteitag 2003 hier in Leipzig zu Oppositionszeiten damals. Und weil wir gleichzeitig immer wieder die Kraft zum Kompromiss aufgebracht haben. Zu Lösungen, bei denen die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Und genau darum geht es ja auch heute. Bei der Arbeit der Bundesregierung der Großen Koalition. Es geht darum, unter völlig veränderten Bedingungen Wohlstand für die Menschen und Sicherheit zu schaffen. Und liebe Freunde, zwei große Entwicklungen markieren ja unsere heutige Zeit. Das ist auf der einen Seite die Digitalisierung und das ist auf der anderen Seite der Klimawandel, der wie ein Brennglas aufzeigt, dass wir begrenzte Ressourcen auf dieser Welt haben. Und genau da ordnet sich auch die Arbeit der Bundesregierung ein. Bei der Bewältigung der Digitalisierung, bei der Einführung der Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Ob das die Versteigerung der 5G-Frequenzen ist und die Diskussion darüber, die wir ja hier auch noch führen werden, wie wollen wir die Sicherheit gewährleisten? Und ich sage, wir sollten offen sein, technologisch. Aber wir sollten die Maßstäbe setzen, wir sollten niemanden von vornherein ausschließen. Aber wir sagen, was für uns sichere Netze ist, das muss unser Zugang sein. Ob es die Mobilfunkstrategie ist, ob es die Glasfaserstrategie ist, all das müssen wir leisten. Und wir sind da nicht vorne dran in Europa, sondern haben Nachholbedarf. Es geht um die Frage, wie wir künstliche Intelligenz in unser Land hineinbringen, wie wir ein Forschungsstandort sind, der vorne mit dabei ist und die Welt schläft nicht. Es geht darum, wie wir die Kontakte zum Bürger als Staat online, digital abwickeln können. Das Online-Zugangsgesetz, eine der ganz großen Aufgaben der Bundesregierung. Es geht darum, wie wir die Welt der Arbeit, die sich dramatisch ändert, am Beispiel der Automobilindustrie kann man das sehen, für Menschen miterlebbar machen, wie wir Arbeitsplätze erhalten. Wir haben eine Weiterbildungsstrategie aufgesetzt, damit lebenslanges Lernen das wird, was die Menschen als normal ansehen und dass wir sie dabei begleiten. Und wir müssen den Strukturwandel in der Industrie, ich habe eben die Automobilindustrie schon genannt, bewältigen, so dass Arbeitsplätze der Zukunft auch bei uns entstehen. Und liebe Freunde, wir haben eine große Energiewende. Und ich kenne all die Schwierigkeiten. Aber wer, wenn nicht wir, kann es schaffen, dass erneuerbare Energien auch wirklich marktwirtschaftlich verfügbar werden? Wer, wenn nicht wir, kann einen Ausstieg aus der Kohle so erreichen, dass wir die Kohle vergessen können und trotzdem eine sichere Energieversorgung haben und die Menschen nicht im Stich lassen? Dafür lohnt es sich zu arbeiten und dafür arbeitet diese Bundesregierung und der CDU-Teil in ihr, meine Damen und Herren. Und wir haben Planbarkeit erreicht durch Forschungspakte, durch Hochschulpakte bis zum Jahre 2030 für die Wissenschaftslandschaft, für die Innovationslandschaft in Deutschland. Und wir haben zum allerersten Mal ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Als ich Bundeskanzlerin wurde, war das große Thema die Arbeitslosigkeit. Heute ist das große Thema der Fachkräftemangel.
Und mit diesem Fachkräfteeinwanderungsgesetz werden wir ab 1. März die Möglichkeit haben, diesen Fachkräftemangel so zu bekämpfen, dass wir nicht die falschen Menschen ins Land einladen, sondern die, die uns wirklich helfen, diesen Fachkräftemangel auch zu beseitigen. Und das ist unser Angang gewesen. Und liebe Freunde, wir haben deutliche Verbesserungen in den letzten Monaten für die Pflegeleistungen erreicht. Ein ganz wichtiger Bereich. Jeder weiß, wie Menschen und Familien betroffen sind, wenn Pflegearbeit auf sie zukommt und wie wichtig es ist, dass Menschen hier abgesichert sind. Und wir haben vor allen Dingen auch die Arbeitswelt derer, die im Pflegebereich arbeiten, deutlich verbessert. Und wir haben endlich etwas gemacht. Man wundert sich, warum die Bundesrepublik dafür 70 Jahre alt werden musste, dass man in Pflege- und Gesundheitsberufen nicht mehr Schulgeld bezahlen muss, sondern dass man Ausbildungsvergütung bekommt, genauso als wenn man Mechatroniker wird oder Elektroingenieur, meine Damen und Herren. Wir haben eine Riesenoffensive gestartet im Wohnungsbereich. Und wir haben ein klares Bekenntnis abgegeben zu den gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land. Und ich freue mich, dass auf diesem Parteitag auch ein Antrag beraten wird, der sich an unsere Landwirte wendet. Liebe Freunde, wir sind die Partei einer modernen Landwirtschaft. Aber Landwirtschaft muss und soll es in Deutschland geben. Natürlich ökologisch vernünftig, natürlich sozial verträglich. Aber die Produkte von woanders holen und zu Hause keine Landwirtschaft haben, das wäre nicht richtig. Und deshalb darf ich Ihnen sagen, dass wir natürlich auch unsere Arbeit in dieser Legislaturperiode nicht abgeschlossen haben. In der zweiten Halbjahr des nächsten Jahres wird Deutschland die europäische Präsidentschaft übernehmen. Und es geht in diesen Zeiten ganz wesentlich um Europa. Es geht um ein starkes Deutschland in einem starken Europa. Und Europa muss einheitlich agieren. Wenn wir zum Beispiel über 5G-Sicherheitsstandards sprechen, dann habe ich heute zu Ursula von der Leyen gesagt, müssen wir das auch Europa einheitlich regeln. Es hat ja in einem Binnenmarkt keinen Sinn, wenn wir nicht auch einen digitalen Binnenmarkt erarbeiten. Und das muss schnell gehen, sonst macht jeder seins. Und das ist auch nicht richtig. Und liebe Freunde, wir sind deshalb so gefragt und so gefordert, weil die Welt vor großen Problemen steht und die Frage, wo Europa sich da einordnet, noch nicht entschieden ist. Wer hätte sich vor 10, 20 Jahren überlegt, ich habe es jedenfalls nicht, dass der Multilateralismus einmal so unter Druck gerät, dass wir dafür kämpfen müssen, dass wir einen fairen, offenen Handel haben? Wer hat gewusst, dass es eine Diskussion geben wird mit Russland zum Beispiel über die Verletzung der territorialen Souveränität? Wer hätte sich denken können, dass wir solche Handelsschwierigkeiten auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika haben? Und deshalb ist es wichtig, dass von uns das Symbol ausgeht, dass wir dafür arbeiten, dass wir unseren Beitrag leisten wollen als Bundesrepublik Deutschland in einer Europäischen Union, die sich für eine multilateral organisierte Welt einsetzt. Das ist unser Ziel. Und natürlich geht es dabei immer auch um den Kampf von Werten und Interessen. Unsere Werte sind unverbrüchlich, wenn wir daran denken, dass wir uns für die Menschenrechte überall, aber auch in China zum Beispiel in diesen Tagen in Hongkong einsetzen. Aber unsere Interessen sind auch da, wenn es darum geht, dass China inzwischen unser stärkster Handelspartner ist. Wenn wir eine gute Nachbarschaft mit Russland haben wollen, das ist in unserem Interesse, trotz aller Komplikationen, die wir haben. Das heißt, für beides müssen wir immer wieder eintreten und das ist die Grundlage dafür, dass wir wirklich auch Lösungen finden für die Welt von morgen. Und das hat uns immer ausgezeichnet. Es hat uns immer ausgezeichnet, dass wir Werte und Interessen zusammenbringen, ausgehend von unserem christlichen Menschenbild. Und dazu sollten wir auch weiter stehen und unsere Arbeit in diesem Geiste tun. Und wenn wir in dieser Haltung als Christdemokraten uns den Aufgaben stellen und wenn wir dabei das Motto des letzten Parteitages in Hamburg beherzigen, nämlich zusammenführen und zusammenführen, dann werden wir auch das diesjährige Motto unseres Parteitags Realität werden lassen, nämlich Deutschlands starke Mitte, das sind wir, die Christdemokraten. Dafür möchte ich weiterarbeiten als Bundeskanzlerin. Dazu lade ich Sie herzlich ein. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Dankeschön nicht nur für dieses Grußwort, sondern auch für Ihre Arbeit für die CDU, für unsere CDU und für die Bundesrepublik Deutschland. Wir wissen, was wir an Ihnen als Kanzlerin haben in einer Zeit, in der man glauben kann, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Vielen Dank für die Arbeit und für das Grußwort. Liebe Freunde, bevor ich den Tagesordnungspunkt 8 aufrufe, will ich mir eine Bemerkung erlauben. Ich finde, es ist bemerkenswert, dass drei starke Frauen nacheinander die Präsidentin der Europäischen Kommission, die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und jetzt die Vorsitzende der CDU Deutschlands Reden auf diesem Parteitag halten. Das sollen uns andere erst mal nachmachen, die viel über Frauenförderung reden. Wir haben die starke Frauen und darum, Annegret, bekommst du jetzt das Wort zu deinem Bericht. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, wir treffen uns heute hier zu unserem 32. Bundesparteitag, einem Parteitag, der in Leipzig stattfindet. Und das macht diesen Parteitag zu etwas Besonderem, denn Leipzig ist etwas Besonderes. Und Leipzig ist etwas Besonderes gerade in diesem Jahr. 30 Jahre Fall der Berliner Mauer. Wenn man wissen will, wo die ersten Risse dieser Mauer stattgefunden haben, dann war es genau hier in Leipzig. Es waren die Menschen, die sich in der Nikolaikirche getroffen haben, zu Friedensgebeten. Es waren die, die dort den geschützten Raum genutzt haben, die ein Vorbild gegeben haben. Es ist heute Morgen in der Kirche angesprochen worden, ein Vorbild, das dann viele andere Kirchen in der damaligen DDR aufgenommen haben. Aber es waren nicht nur die Menschen, die dort für Frieden gebetet haben. Es waren die Menschen, die danach auf die Straße gegangen sind. Auf die Straße gegangen sind, obwohl sie die Bilder vom Platz des himmlischen Friedens in Peking vor Augen hatten. Obwohl sie nicht wussten, ob sie von diesen Demonstrationen gesund zurückkommen. Obwohl sie nicht wussten, ob sie anschließend in einem Stasi-Gefängnis landen. Obwohl sie erfahren mussten, dass noch zwei Tage vor dem Fall der Mauer am 7. Oktober Menschen niedergeknüppelt und inhaftiert worden sind. Aber es war ihr Mut, der die Mauer zum Einsturz gebracht hat. Und es war ihr Mut, der uns die Einheit gebracht hat. Und liebe Freundinnen und Freunde, das war die glücklichste Stunde in der deutschen Geschichte und ich lasse mir das von niemandem schlechtreden und von niemandem nehmen und das sollten wir alle miteinander nicht tun. Es war die glücklichste Stunde und nach dieser glücklichsten Stunde, nach dem Traum von Freiheit, der, wie es Altbundespräsident Gauck einmal gesagt hat, danach, wenn man in die Verantwortung kommt, immer sehr viel schwerer umzusetzen ist als das, was man träumt. Danach kam für viele Menschen die Wende. Und ich will als jemand, der ganz aus dem Westen dieser Republik kommt, sagen, wir beschweren uns ja heute schon an der einen oder anderen Stelle, wenn im Alltag etwas nicht so läuft, wie wir das gerne möchten, wenn wir etwas verändern müssen, wenn etwas nicht in den Terminkalender passt. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das für diese Menschen bei der Wende bedeutet hat. Ganze Biografien von fleißigen, von aufrechten Bürgerinnen und Bürgern, die auf einmal nichts mehr wert waren, die auf einmal ihren Arbeitsplatz verloren hatten, die umschulen mussten, die für kleines Geld arbeiten mussten, die ihre Heimat verlassen mussten. Das war die Leistung der Wende. Und wenn wir heute auch im Zusammenhang mit der Grundrente über manche reden,
die ein kleines Alterseinkommen, eine kleine Rente deshalb haben, weil sie sich nach der Wende, nachdem ihr Arbeitsplatz wegrationiert worden ist, nicht hingesetzt haben, sich nicht auf Sozialhilfe ausgeruht haben, sondern für ganz wenig Geld gearbeitet haben, weil sie selbstständig bleiben wollten, aber davon auch nur eine kleine Altersrente haben, dann gebietet es der Respekt vor dieser Lebensleistung, dass wir diesen Menschen heute auch die Anerkennung für ihre Lebensleistung zollen. Ja, und heute, und das haben wir gerade bei den Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg auch schmerzhaft erlebt. Heute sind viele unterwegs, die sich über alles beklagen, die schlecht reden, die Angst machen, die nörgeln. Aber liebe Freundinnen und Freunde, gerade hier in Sachsen, wo die CDU von Anfang an immer Verantwortung getragen hat und das bis heute tut, gerade hier in Sachsen, sind diesen Miesmachern, diesen Nörglern, die Männer und Frauen der CDU, die sich jeden Tag anstrengen, an ihrer Spitze Michael Kretschmer entgegengegangen. Sie haben ihre Haltung bewahrt. Sie haben für Offenheit gekämpft, für Optimismus. Sie haben gesagt, ja, das ist kein einfacher Weg, aber wir haben schon so viel erreicht und wir werden noch mehr erreichen. Und damit, lieber Michael, hast du ganz alleine die Wahl hier in Sachsen gewonnen und dafür gebührt dir unser aller Dank und unser ganz großer Respekt. Ja, Leipzig ist für die CDU ein besonderer Ort. Das ist nicht der erste Parteitag, den wir hier durchführen. Und vieles ist auch im Vorfeld über diesen Parteitag berichtet worden. Die Revolution findet statt, der Aufruhr, über was wir uns alles unterhalten oder nicht unterhalten. Aber liebe Freundinnen und Freunde, manchmal zeigt ja der Blick in die Annalen, dass manche Debatte, die wir ja auch nach einem schwierigen Jahr, das gebe ich ganz offen zu, dass wir manche Debatten, die wir heute führen, in dem Gefühl, noch nie war es so schwer, CDU-Politik zu machen und noch nie war es so schwierig, dass sich manches doch manchmal auch relativiert. Wenn ich mir den Parteitag 2011 anschaue, die Vorberichterstattung in der Presse, es war die Rede von der Stunde der Nörgler, die gesagt haben, dass die CDU so stromlinienförmig und so leer geworden ist. Heute kommt das sprachlich etwas eleganter daher. Das heißt, wir seien inhaltlich Insolvenz. 1997, als die Junge Union kraftvoll gefordert hat, Helmut Kohl müsse jetzt endlich aufhören als Parteivorsitzender. Auch heute etwas sprachlich gewandter in Form der Führungsfrage hier auf das Tablett gebracht. Liebe Freundinnen und Freunde, das gab es immer schon in der CDU. Und dass wir heute hier stehen als große, starke Volkspartei, das zeigt, wir halten solche Diskussionen aus. Wir lassen uns nicht in den Ruin hineinschreiben. Und das ist wichtig, das ist das Signal, das heute auch von diesem Parteitag ausgehen muss. Ja, und es gab den Parteitag 2003. Ein Parteitag, als Deutschland sich in einem sehr schlechten Zustand befand. Ein Parteitag, in dem wir in der Opposition waren und zum Sprung angesetzt haben in die Regierung. Ein Parteitag, in dem die damalige Bundesvorsitzende Angela Merkel gesagt hat, die CDU ist die Partei, die programmatische Kraft hat, den geistigen Führungsanspruch, den politischen Gestaltungswillen, um Deutschland nach vorne zu bringen. Und liebe Freundinnen und Freunde, 2 Jahre später, nicht ganz so glanzvoll, wie uns das die Demoskopen vorhergesagt haben, aber dennoch 2 Jahre später haben wir Verantwortung in Deutschland genommen, ist Angela Merkel zu unserer Bundeskanzlerin gewählt worden. Und auch das sage ich an dieser Stelle. Es sind und es waren 14 gute Jahre für Deutschland und darauf können wir alle miteinander stolz sein.
Natürlich ist nicht alles gelungen. Wer könnte das schon von sich behaupten? Aber eins will ich an der Stelle schon einmal sagen. Als die Partei, die diese Regierung trägt, eine Debatte zu führen mit Blick auf diese 14 Jahre, eine der längsten und erfolgreichsten Wohlstandsphasen beschert haben, die wir jemals in unserer Geschichte erlebt haben. Sich dann als Partei hinzustellen und zu sagen, liebe Leute, das war alles falsch und alles schlecht, was in den letzten 14 Jahren passiert ist. Ich meine, ihr seid doch alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so Wahlkampf machen will, wenn man auf der einen Seite den Bürgern sagt, es war alles schlecht, was wir gemacht haben, aber wir wären schon froh, wenn ihr euch noch mal wählt, damit wir es auch noch 14 Jahre weitermachen können. Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie und das sollten wir uns echt gar nicht angewöhnen, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, es ist eine lange Ära und diese Ära wird enden. Und Angela selbst hat den Startschuss dazu gegeben, als sie im vergangenen Jahr gesagt hat, sie wird nicht mehr als Vorsitzende der CDU Deutschlands kandidieren. Und deswegen ist die Frage, über die wir heute sprechen, die inhaltlichen Festlegungen, die wir heute treffen, eben nicht nur eine Frage für die nächsten Wochen und Monate. Wir reden heute über die Zukunft. Wir reden heute darüber, was wir in den Weg und auf den Weg bringen müssen, damit Deutschland auch in 10 Jahren ein erfolgreiches und ein gutes Land ist. Liebe Freundinnen und Freunde, es reicht nicht mehr, Reparaturbetrieb der Republik zu sein. Wir müssen wieder zur Zukunftswerkstatt werden. Das ist unser Anspruch und das wollen wir heute unternehmen, gemeinsam. Und wie kann Deutschland in 10 Jahren aussehen? Es kann uns niemand die Garantie geben. Es gibt viele, die unterwegs sind, die das Weltuntergangsszenario an die Wand malen. Und es gibt die anderen, die sagen, es wird alles gut, man braucht sich überhaupt nicht anzustrengen, mit Globuli geht das alles ganz hervorragend. Weder das eine noch das andere funktioniert. Aber liebe Leute, die Zukunft ist noch nicht ausgemacht. Sie liegt in unserer Hand. Und ja, es kann uns passieren, wenn wir es heute falsch anstellen. Es kann uns passieren, dass wir in 10 Jahren in einem Deutschland leben, das abgehängt ist, das nicht mehr die Rolle in der Welt spielt, wo wir feststellen müssen, dass wir zwar stolz sind auf die Patente, die wir vor 100 Jahren in Deutschland einmal erfunden und entwickelt haben, aber leider keine Patente mehr für die nächsten 100 Jahre in der Hand halten. Dass wir feststellen, dass die Regeln für den internationalen Markt, die Regeln für das Finanzwesen, die großen Unternehmen, dass die woanders sitzen, dass wir so etwas geworden sind wie eine verlängerte Werkbank, die abhängig sind davon, was Konzerne in den Vereinigten Staaten oder in China oder sonst wo entscheiden. Ja, es kann uns passieren, dass Menschen aus diesem Land weggehen. Junge, aktive Menschen, weil sie sagen, hier ist es so miefig in Deutschland geworden, es braucht so lange, es ist so schwierig geworden. Wir haben keine Kreativität, wir haben keinen Platz, keine Freiheit, um uns zu entfalten. Es kann sein, dass Menschen aus diesem Land weggehen, weil sie hier, auch mit Blick auf die Digitalisierung, keine Arbeitsplätze mehr finden. Es kann sein, dass wir, weil wir schwach geworden sind, nicht unsere Rolle spielen in einem Europa, das stark sein muss, damit wir in der Welt unsere Werte und das, wovon wir so lange profitiert haben, auch für die Zukunft erhalten. Ein Europa, das wir nicht zusammenhalten können. Es kann sein, dass wir die Unruheherde, die es um uns herum gibt, nicht in den Griff bekommen, weil wir auch ein Stück weit zu bequem waren, um zu sagen, auch dort, auch in Afrika, auf diesem Kontinent geht es um unsere Interessen und wir müssen uns darum kümmern. Wir können uns nicht nur auf uns alleine zurückbeziehen. Das alles kann passieren, wenn wir es nicht richtig machen, liebe Freundinnen und Freunde.
Es kann passieren, aber es muss nicht passieren. Und ob das so kommt oder nicht, das liegt ein gutes Stück an uns. Und ich möchte, dass wir, dass die, die nach uns kommen, in 10 Jahren in einem Deutschland leben, das agil ist, das wach ist. Ich möchte, dass wir Wohlstand für alle im Sinne von Ludwig Erhard nicht trotz Digitalisierung erreichen, sondern mit Digitalisierung. Ich möchte, dass wir es geschafft haben, dass deutsche Ingenieurkunst und Dienstleistungsmentalität zu den Geschäftsmodellen werden, die weltweit konkurrenzfähig sind. Und ich meine, Herrgott, nochmal, in Ingenieur steckt doch das Wort Genie drin. Das war es doch, was uns immer ausgezeichnet haben. Wir sind doch heute nicht weniger kreativ, nicht dummer geworden, als das früher der Fall war. Wir müssen nur unseren Kopf auch mal wieder ordentlich und frei arbeiten lassen. Dann wird das auch was mit der Digitalisierung in Deutschland. Ich möchte, dass Made in Germany dafür steht, dass dieses Land, das eines der stärksten und der wichtigsten auch in der Welt ist, dass dieses Land, dass wir alle uns um die Welt kümmern, weil wir von hier aus Lösungen in die Welt geben, um Probleme zu lösen. Wir werden in der Zukunft wesentlich mehr Menschen auf diesem Kontinent haben. Die wollen auch alle ernährt werden. Die wollen auch gut leben. Und ehrlich gesagt, es kommt auf uns an, dass wir forschen, dass wir die richtigen Produkte entwickeln, die richtigen Produktionslinien, dass wir die Antworten für Afrika geben. Wenn wir es nicht tun, liebe Freundinnen und Freunde, wer soll es denn dann tun? Und auch das gehört zur Verantwortung, zu Deutschland dazu. Als wir nichts hatten, da waren andere solidarisch, damit wir wieder groß werden. Heute sind wir wer und heute müssen wir solidarisch sein mit denen, die unsere Hilfe brauchen. Auch das ist unser Vermächtnis. Ich will, dass wir in einem Land leben, in dem die Steuerlast reduziert ist, einfacher auch anzugeben. Ich will, dass wir staatliche Dienstleistungen mit einem Klick auf dem Smartphone haben. Ich möchte, dass wir Europameister werden. Ja, auch im Fußball, aber vor allen Dingen Europameister bei Genehmigungen und von Bauen. Ich habe die Nase voll davon, dass wir immer die Langsamsten in Europa sind. Wir müssen an die Spitze der Genehmigung. Wir müssen mehr bauen als andere. Das ist auch unser Anspruch, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will, dass wir PISA-Sieger werden. Ich will, dass junge Menschen aus aller Welt hierher kommen, weil sie sagen, in Deutschland ist was los, hier lohnt es sich, hier kann ich kreativ sein, hier kann ich arbeiten, hier kann ich leben. Ich will, dass Menschen sich in ihrem Alter wertgeschätzt fühlen und sich wohlfühlen hier. Ich möchte, dass Kinder in eigenen 4 Wänden ihrer Familie aufwachsen können. Mehr Kinder und mehr eigene 4 Wände. Und vor allen Dingen, dass sie Eltern haben, die nicht so gestresst und unter Druck sind, sondern die Zeit für ihre Kinder haben. Denn das ist das Wichtigste, was man seinen Kindern geben kann. Das alles möchte ich und die Zukunft ist offen. So kann es werden. So kann es werden, wenn wir, wie 2003, für uns persönlich sagen, auch heute und hier, und für uns persönlich entscheiden, wir sind und wir haben die programmatische Kraft. Wir haben den Führungsanspruch aus unseren Werten. Und wir haben den politischen Gestaltungswillen, dass Deutschland so wird. Und zwar so und nicht anders. Es liegt an uns, liebe Freundinnen und Freunde. Und dazu rufe ich euch alle gemeinsam auf. Aber das Aufrufen ist ja das eine. Die Frage, was wir tun müssen, ist die Frage, die uns die Bürgerinnen und Bürger stellen. Im Übrigen eine Frage, die sie wesentlich mehr interessiert
als die Frage, wer bei der CDU wann, wie, was und wo auch immer werden kann, sondern das sind die Punkte, wo die Leute sagen, ihr seid für uns gewählt, nicht für euch selbst. Auch das sollten wir uns an der Stelle noch einmal vor Augen gehen. Wir waren mutig, als wir die soziale Marktwirtschaft in unser Programm übernommen haben, als alle anderen noch vom staatlich gelenkten Dingen sprachen. Da haben wir gesagt, wir setzen auf Freiheit, wir setzen auf den Einzelnen, weil die Anstrengung des Einzelnen, weil die Freiheit der beste Garant dafür ist, dass Wohlstand für alle entstehen kann. Und dieses Wohlstand für alle, das wollen wir auch für die nächsten Jahre. Und wir wollen es in einer digitalisierten Welt. Und dazu müssen wir nicht nur unsere eigene natürliche Intelligenz anstrengen. Dazu müssen wir auch Weltmarktführer werden bei der künstlichen Intelligenz. Dazu brauchen wir vernetzte Produktion. Aber liebe Freundinnen und Freunde, Industrie 4.0 ist in Deutschland erfunden worden. Wenn wir es nicht umsetzen, wer soll es denn dann erfolgreich in der Welt umsetzen? Wir brauchen doch keine Angst davor zu haben. Es liegt doch alles vor der Haustür. Lasst es uns doch nutzen und lasst es uns umsetzen. Und wir wollen das nicht, damit wir sagen können, wir haben einen guten Umsatz gemacht. Ja, das brauchen wir auch. Wir wollen es, damit wir Menschen in diesem Land Arbeit geben können. Wir wissen, dass mit der Digitalisierung Arbeitsplätze wegfallen. Und es wäre fahrlässig, wenn wir so tun würden, als ob das nicht passiert. Aber es ist unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass neue Arbeitsplätze entstehen können. Ich halte Vollbeschäftigung für ein ganz wichtiges politisches Ziel, weil Arbeit auch etwas mit Würde des Menschen zu tun hat. Es ist mehr als sich nur selbst zu ernähren. Es macht etwas mit dem Menschen, ob er sinnvoll beschäftigt ist oder ob er arbeitslos ist. Das passt zu uns, das passt zu unserem Ziel. Und deswegen lasst uns an der Vollbeschäftigung festhalten, auch und gerade in Zeiten der Digitalisierung. Aber lasst uns nie vergessen, Technik muss dem Menschen dienen. Ich treffe manchmal welche, die sind so begeistert von der Technik, dass sie auf die Frage, warum machen wir das eigentlich, schon gar keine Antwort mehr geben können. Technik muss dem Menschen dienen. Und ich möchte, dass wir die Digitalisierung nutzen. Die Digitalisierung nutzen für unsere Kinder. Wer schon mal erlebt hat, wie das ist, wenn Kinder unter digitalen Mitteln mit 3D-Brillen in ihrem Klassenzimmer sitzen und auf einmal, ich habe das in Paris gesehen, mitten in Versailles stehen, dass es keine Frage mehr ist des Geldbeutels der Eltern, ob sie einen Klassenausflug machen können oder nicht, dass sie auf einmal nicht nur in ihrem Kopf, sondern in einer virtuellen Realität durch die ganze Welt reisen können. Der macht damit und unter Zuhilfenahme dieser Technik aus Kindern in Deutschland Kinder, die einen offenen Blick, einen offenen Horizont haben. Das sind Kinder, die nachher andere Menschen aus anderen Ländern dieser Welt nicht hassen. Und das ist es, was wir für unser Land wollen. Das ist Sinn unserer Bildungspolitik, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen die Möglichkeiten nutzen, dass wir körperlich entlastet werden. Das, was wir in vielen technischen Berufen schon lange machen. Warum machen wir es eigentlich nicht stärker in den Pflegeberufen? Dort muss körperlich genauso schwer gearbeitet werden. Auch da können wir Hilfsmittel gut einsetzen. Und ich will, dass wir diese neue Technologie einsetzen, damit Menschen länger zu Hause leben können. Ja, ich treffe viele, die sagen, was soll ich eigentlich mit dem autonomen Fahren? War einer meiner glücklichsten Momente, als ich endlich einen Führerschein hatte. Und ich fahre gern Auto. Warum soll das Auto jetzt alleine machen? Aber liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir wissen, dass auf dem Weg zum autonomen Fahren auch Fahrassistenzsysteme entwickelt werden und dass diese Fahrassistenzsysteme ein Auto, das in der Lage ist,
wenn man ein gesundheitliches Problem hat, es zu erkennen, abzubremsen, rechts ranzufahren, im Zweifel darüber entscheiden, ob jemand in einem höheren Alter noch alleine Auto fahren kann und ob er deswegen im ländlichen Raum in seiner Wohnung bleiben kann oder nicht, dann hat das sehr viel mit Menschenwürde, dann hat das sehr viel mit dem zu tun, wie wir wollen, dass Menschen leben. Und deswegen, ja, wir sind offen für Technik, aber sie muss dem Menschen dienen, nicht umgekehrt, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir müssen die Chancen nutzen, die im Morgen liegen. Es ist gut zu schauen, was wir heute an Produktionen haben und wo wir heute vielleicht etwas hinter den anderen liegen. Ja, und auch da kann man den Ehrgeiz haben, das aufzuholen. Aber ich finde es viel wichtiger, dass wir den Ehrgeiz haben, bei der Technologie, die morgen diese Welt bestimmen wird, dass wir bei dieser Technologie die Nase vorne haben. Und das ist die Quantentechnologie. Wir müssen Vorreiter werden beim Quantencomputer, bei den Quantennetzen, bei Quantenkryptologie, weil das etwas mit größerer Leistungsfähigkeit zu tun hat, weil das etwas mit größerer Sicherheit zu tun hat. Und das sage ich hier auch als Verteidigungsministerin. In dem Moment, wo das Quantencomputing seinen Durchbruch erlebt, in dem Moment, wo entschlüsselt werden kann, spielt Krypto und spielen unsere sicheren Verteidigungssysteme keine Rolle mehr, weil sie technologisch geknackt werden. Und dann ist die Frage der Sicherheit eine Frage, wer hat es zuerst erfunden und wer hat die Kenntnisse und wer hat die Methoden. Und ich will meine Sicherheit nicht abhängig machen von Staaten, anderen Staaten in der Welt. Ich will, dass wir selbst in der Lage sind, uns zu schützen. Und deswegen müssen wir dort alle Kraft in diesen Bereich hineingeben. Und liebe Ursula, das kündige ich gleich schon mal an, das werden wir nicht alleine schaffen. Das geht nur in Europa zusammen. Das ist ein Projekt ähnlich groß wie das, was wir bei Airbus auf den Weg gebracht haben. Aber wir müssen es tun genauso, wie wir dezentrale Systeme wie Blockchain fördern müssen, wie wir die digitale Souveränität der Bürgerinnen und Bürger fördern müssen, wie wir eine Plattform werden müssen in Deutschland. Alles das, was wir in unserer Digitalcharta heute beschließen, beraten, beschließen und festlegen. Dass Daten der erneuerbare Treibstoff sind, dass wir offene Schnittstellen haben, das bringt den Erfolg für die Zukunft. Und liebe Freundinnen und Freunde, da möchte ich mich an dieser Stelle bei einem ganz herzlich bedanken, der in diesem Bereich in Deutschland unglaublich viel arbeitet, ein ganz ruhiger hinter den Kulissen. Man sieht ihn nicht oft, man hört ihn nicht oft, aber ohne ihn wären wir auch im Bereich der Digitalpolitik nicht so weit, wie wir sind. Lieber Helge, dir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ein unglaublich schweres Thema, aber du machst eine ganz tolle Arbeit. Vielen Dank dafür. Und trotzdem sage ich auch für eine nächste Regierung, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben schon gar kein Zuständigkeitsproblem. Das, woran es uns mangelt, ist, dass wir es nicht genügend zusammenfassen und genügend vernetzen. Und deswegen, ich habe dazu gelernt, ich bin der Auffassung, wir kommen um ein digitales Ministerium nicht herum, weil das der Nukleus ist, um diese Entwicklung nach vorne zu treiben. Liebe Freundinnen und Freunde, Innovation ist das eine, Investition ist das andere. Und ehrlich gesagt, wir sind sehr kompliziert in Deutschland und sehr langsam. Und wir arbeiten uns mühsam durch den Dschungel der Bürokratie, die, das muss man zugeben, wir selbst auch aufgesetzt haben. Es ist in der Tat ein Kampf gegen einen Dschungel, immer wenn man eine kleine Schneise geschlagen hat, ist hinter einem schon wieder was zusammengewachsen, im Zweifel deshalb, weil wir die unnachahmliche Fähigkeit haben in Deutschland, zum Beispiel EU-Richtlinien nie 1:1 umzusetzen, sondern immer 1:1 plus, 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 plus. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und deswegen wird es nicht reichen. Und ich schätze da, was Peter Altmaier auch beim Bürokratieabbau gemacht hat. Aber es wird nicht reichen, dass wir das dritte und das vierte Bürokratieabbaupaket vorlegen.
Das, was wir brauchen, ist ein maximal intensiver Bürokratieabbau. Entweder wir legen den Schalter um für mehr Risiko, für mehr automatisierten Datenabgleich, für mehr automatisierte Verfahren, oder wir bleiben auf der Zukunft in diesem Dschungel stecken. Und dieser Dschungel macht uns das Leben schwer. Er macht uns die Entwicklung nach vorne schwer. Deswegen Ärmel hochkrempen, mutig sein und weg mit der Bürokratie dort, wo wir sie nicht brauchen. Und das gilt auch beim Thema Planen und Bauen und Genehmigen. Und ja, da bin ich sehr dankbar, lieber Paul und auch lieber Hendrik Wüst und all die anderen, die daran mitgearbeitet haben, dass wir heute auf dem Parteitag über ganz konkrete Vorschläge reden, wie das gehen kann. Aber eins sage ich euch auch gleich bei der Diskussion: Wir dürfen uns nichts vormachen, weil alle die, die sonntags sagen, das muss schneller gehen, sind die gleichen, die dann am Montag, wenn es darum geht, auch gesetzliche Dinge zu verändern, auch Planungsschritte oder Gerichtsverfahren zu verkürzen, sind dann die Ersten, die wieder mit Bedenken unterwegs sind. Und deswegen, ja, wer Bürokratie beseitigen will, wer schneller werden will bei Planen und beim Bauen, der muss den Mut, den er sonntags hat, auch in die Woche tragen. Wir haben den Mut sonntags, wir haben den Mut in der ganzen Woche. Und deswegen haben wir auch die Chance, das voranzubringen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, es gilt ein alter Satz, von dem ich manchmal das Gefühl habe, dass nur noch die CDU daran erinnert. Der alte Satz, dass man tunlich zuerst etwas erwirtschaften sollte, bevor man anfängt, es zu verteilen. Und deswegen ist die entscheidende Frage auch für die nächsten Jahre und auch für die nächsten 10 Jahre, ob wir das, was uns stark macht, nämlich unseren industriellen Kern, unsere mittelständische Wirtschaft, ob wir das erhalten können. Und das betrifft insbesondere auch unsere Automobilindustrie. Und ja, ich freue mich, wenn Tesla hier eine Fabrik in Deutschland baut. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich sehr viel mehr darüber, wenn wir mit Wasserstoff, wenn wir mit synthetischen Kraftstoffen in einer CO2-verträglichen Situation es schaffen, dass der Verbrenner weiter in Deutschland bleibt und dass er in Wolfsburg, in München und in Stuttgart gebaut wird. Das ist unser Ziel. Und dafür kämpfen wir, liebe Freundinnen und Freunde. Aber auch dafür müssen wir den Rahmen richtig stellen. Industrie läuft nicht ohne Energie. Und deswegen muss Energie verlässlich bleiben. Und sie muss bezahlbar bleiben. Ich sage das an dieser Stelle ganz deutlich. Und darum müssen wir in der Perspektive dafür sorgen, dass das EEG unter Bewahrung des Bestandsschutzes wieder ausläuft. Es war ein Gesetz, um erneuerbare Energien auszubringen in den Markt. Aber wenn der Markt diese Energien trägt, dann muss er sie auch alleine tragen. Auch das ist Grundverständnis von sozialer Marktwirtschaft. Auch das sollten wir nicht vergessen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber eins dürfen und sollen wir auch nicht vergessen. Wenn manche so tun, auch in unserer eigenen Partei, als ob uns das Thema Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz nichts angeht, dann kann ich nur sagen, das hat nichts mit CDU zu tun. Die CDU ist die Partei mit dem C im Namen. Wir haben ja gestern lange darüber gesprochen. Aber das C ist keine Kosmetik. Das C ist nichts, womit man auf Twitter mal rauf und runter fährt. Das C ist verdammt ernst. Und das C ist eine Verpflichtung. Und diese Verpflichtung heißt, dass es nicht nur uns auf dieser Erde gut geht, sondern dass es auch denen gut geht, die woanders leben. Dass es auch denen gut geht, die wir auf die Welt gesetzt haben. Wir haben eine Verantwortung für diese Schöpfung. Das ist keine Erfindung von Greenpeace, keine Erfindung der Grünen. Das ist Politik der Nachhaltigkeit tief im C verwurzelt. Und deswegen sind wir die Partei, die dafür in einer besonderen Art und Weise Verantwortung trägt.
Und das bedeutet, wenn wir 2050 CO2-neutral bleiben wollen und sein wollen, ja, dann müssen wir uns überlegen, wenn wir 2050 auch noch Industrie wollen, wie wir einen CO2-Kreislauf gestalten können, was wir mit diesen Stoffen tun, wie wir sie so nutzen können, dass wir sie weiter gebrauchen und nicht in die Atmosphäre freisetzen. Dann müssen wir uns überlegen, mit welcher Technologie wir diese Lösungen finden. Ich meine, jeder von uns erinnert sich noch, Michael Kretschmer hat vorhin zu Recht angesprochen, die Umweltverschmutzung, die es hier gab. Ja, die haben wir nicht mit Ideologie gelöst, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wir haben sie am Ende dadurch gelöst, dass wir geforscht haben, dass wir entwickelt haben, dass wir sowas wie Rauchgasentschwefelung gemacht haben und vieles andere, technische Lösungen für Probleme dieser Welt. Das ist made in Germany, das können wir, das ist unsere Stärke und das sollten wir auch beim Thema Klimaschutz einsetzen. Und dass das ein nicht einfaches Thema ist, um auszugleichen, aber ein Thema ist, das sehr viel mit Innovation zu tun hat, das haben wir in den letzten Monaten in der Partei ernsthaft und intensiv miteinander diskutiert. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Bernd Althusmann bedanken, bei Thomas Strobel und vor allen Dingen bei Andreas Jung, die mit dem Mobilitätspapier und dem Klimaschutzpapier eine programmatische Lücke, die wir bei der Europawahl ganz schmerzhaft gespürt haben, diese programmatische Lücke geschlossen haben, und zwar zusammen mit der CSU. Und dieses Programm ist heute Grundlage dessen, was wir in der Bundesregierung auf den Weg gebracht haben. Und deswegen, das ist Innovation, unter anderem made in Baden-Württemberg. Und darauf kann man stolz sein. Ich jedenfalls bin es, dass ich so starke Mitglieder in Baden-Württemberg habe. Aber so wie die Industrialisierung im letzten Jahrhundert ihre Infrastruktur brauchte, ihre Eisenbahnen, ihre Straßen, so braucht die Digitalisierung ihre Infrastruktur heute auch. Und deswegen, ja, wir brauchen Glasfaser und wir brauchen 5G. Und wir brauchen es überall. Und wir müssen dafür Sorge tragen, und die Anfänge sind ja gemacht, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir diese Infrastruktur schnell ausrollen. Jeden Tag, wo wir sie nicht haben, ist ein Tag, wo wir Gefahr laufen, dass wir abgehängt werden. Aber liebe Freundinnen und Freunde, gerade 5G ist eben auch eine Sicherheitsfrage. Und ich finde den Vorschlag, den wir jetzt auf dem Parteitag diskutieren werden, einen sehr klugen, weil es auch unserem Verständnis von offener und fairer Marktwirtschaft entgegensteht, dass man Unternehmen von vornherein ausstreicht. Die entscheidende Frage ist die Frage, auch und gerade bei 5G, haben wir Sicherheitsstandards definiert und können wir sicherstellen und garantieren, dass diese Sicherheitsstandards garantiert sind? Und wenn das der Fall ist, dann kann man ein Unternehmen zulassen, und wenn es nicht der Fall ist, dann gebietet es die Sicherheit in diesem Land, dass wir es nicht tun. Das ist vernünftige Politik, und wir sind vernünftige Politiker in der CDU, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen erwirtschaften, aber wir wissen auch das steht in den Papieren, in den Programmen zur sozialen Marktwirtschaft. Wirtschaft dient dem Menschen. Und deswegen ist Wachstum auch für uns nie ein Selbstzweck. Es ist immer auch die Frage, was wir damit machen. Und unter diesem Gesichtspunkt, liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich auch aus aktuellem Anlass einen Punkt hier erwähnen, der mit dem Thema Strukturwandel zu tun hat. Und zwar Strukturwandel, der politisch auf den Weg gebracht worden ist. Das war bei der Steinkohle so, aus Kostengründen, und das ist bei der Braunkohle so, aus Klimaschutzgründen. Und wir haben eine gesellschaftliche Übereinkunft getroffen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, im Wahlkampf in Sachsen und in Brandenburg, da war ich vor Ort in den Kohlerevieren. Und es hat mich berührt, auch als ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes, die 2012 das letzte Bergwerk geschlossen hat. Bergleute sind ganz besondere Menschen.
denn sie sind in einer besonderen Solidarität aufeinander angewiesen. Und als wir den Strukturwandel bei der Steinkohle auf den Weg gebracht haben, im Saarland und auch in Nordrhein-Westfalen, da war ganz klar, es gab ein großes Versprechen. Niemand fällt ins Bergfreie und wir sorgen dafür, dass eure Kinder vernünftige Arbeitsplätze in der Zukunft haben. Und liebe Freundinnen und Freunde, was für die Steinkohlereviere im Westen dieser Republik gegolten hat, das muss auch für die Braunkohlereviere im Osten und auch in Nordrhein-Westfalen gelten. Auch dazu stehen wir, auch das ist verlässliche Politik. Über kein Thema wird zurzeit so viel diskutiert wie über das Soziale. Dafür sorgt schon unser Koalitionspartner. Soziales ist in aller Munde und deswegen ist es wichtig, dass wir uns noch einmal klar machen, wie eigentlich unsere Koordinaten sind. Unsere Koordinaten zwischen Freiheit und Solidarität. Subsidiarität nennt man das. Ich finde, es gibt einen schönen, einfachen Satz. Subsidiär ist dann, wenn der Staat die Menschen in Ruhe lässt, aber nicht im Stich. Das heißt, wir brauchen Solidarität dann, wenn Menschen nicht für sich selbst einstehen können. Dann ist dieser Staat gefordert. Aber liebe Freundinnen und Freunde, das ist vielleicht der größte Unterschied zu den Sozialdemokraten. Wir wollen Wohlstand für alle, aber wir wollen nicht Wohlfahrt für alle. Nicht jeder ist ein Bedürftigkeitsfall in Deutschland und wir sollten ihn auch nicht dazu machen. Aber wenn wir uns ganz ernst fragen, gibt das unser System heute eigentlich noch her? Wir geben pro Jahr 1 Billion Euro aus. 1.000 Milliarden Euro für dieses gesamte Thema. Und ich finde schon, dass wir auch gerade mit Blick auf die Zukunft, auch gerade mit Blick auf das Thema Generationengerechtigkeit, diese Leistungen auf den TÜV stellen müssen, noch einmal schauen müssen, ob dort, wo sie gebraucht werden, auch wirklich etwas ankommt oder dass wir dort, wo wir mit der Gießkanne etwas machen, vielleicht auch etwas umstrukturieren können. Der Sozialstaat kann nicht nur davon leben, dass wir immer mehr in ihn hineinschütten. Er muss auch davon leben, dass die Leistungen, dass das Geld, dass die Unterstützung zielgerechter bei denen ankommt, die es wirklich brauchen. Auch das ist die Aufgabe, die vor uns liegt. Und dieser Aufgabe werden wir uns stellen, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist kein Thema, das 2030 auf uns zuläuft. Das ist ein Thema, das wir im nächsten Jahr schon vor der Nase haben. Denn im nächsten Jahr wird die Rentenkommission ihre Empfehlungen vorlegen. Und dann werden wir über ganz grundlegende Fragen entscheiden müssen. Wir werden über die Frage entscheiden müssen, ob wir beim System der drei Säulen bleiben, gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche und die private. Und ich würde sehr dafür werben wollen, dass wir diese drei Säulen auch erhalten. Wir werden darüber reden müssen, wie wir eigentlich die, die erwerbsunfähig werden, wie wir die schützen, ob das ausreichend ist. Und liebe Freundinnen und Freunde, machen wir uns nichts vor. Jeder von uns kann zu jeder Zeit von heute auf morgen erwerbsunfähig werden, ohne dass er irgendetwas dazu kann. Das ist ein echter Schicksalsschlag. Und wenn es ein System gibt, eine Situation im Leben, wo der Staat wirklich gefordert ist, dann ist es an dieser Stelle. Und deswegen, wenn wir der Meinung sind, man muss bei der Erwerbsunfähigkeitsrente mehr tun, dann lasst uns das nächstes Jahr angehen, auch bei der Rentenkommission, wenn wir über die Ergebnisse reden werden. Und ich sage das hier in aller Offenheit, wir können die steigende Lebenserwartung nicht außer Acht lassen. Wir haben heute schon Korridore von Jahren und Jahreszahlen, zwischen denen man in den Ruhestand eintritt oder nicht eintritt. Und ich bin der Meinung, ein solcher Korridor macht auch für die Zukunft Sinn. Wir werden immer individueller, jeder altert anders, mit anderen Interessen. Aber wir antworten immer noch mit ganz starren Grenzen und mit ganz starren Zeiten. Aber liebe Freundinnen und Freunde, mein Ziel ist es vor allem, dass wir Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, deren Löhne und deren Steuern, die sie davon gezahlt haben, erst ermöglichen, dass wir hier in einem guten und in einem Wohlfahrtsstaat leben können.
dass wir denen am Alter und im Alter mehr geben und mehr zur Verfügung stellen als nur die reine Existenz. Und deswegen müssen wir uns auch von der reinen Betrachtung, aus meiner Sicht, der reinen Betrachtung des Rentenniveaus etwas lösen. Wir müssen die Dinge zusammen sehen und zusammendenken. Was hat jemand, der die gesetzliche Rente hat? Was hat jemand noch dazu aus der betrieblichen Altersversorgung, aus einer gesetzlichen? Wie hoch sind eigentlich die Belastungen über Besteuerung, über anderes? Und reicht das aus, dass Menschen am Ende ihres Lebens auch sagen können, ja, ich kann meinen Lebensabend und meinen Lebensstandard damit auch gestalten? Das ist die entscheidende Frage. Das schafft Vertrauen oder Nichtvertrauen. Das ist die Zielmarke, auf die wir hinarbeiten müssen. Um diese große Frage werden wir nächstes Jahr ringen. Und zwar in einem gerechten Ausgleich zwischen den Generationen. Und liebe Freundinnen und Freunde, wenn das nicht die CDU hinbekommt, dann weiß ich auch nicht, wer das in diesem Land noch schaffen soll. Und das Gleiche gilt beim Thema Pflege. Angela hat es eben angesprochen und ich möchte mich bei dir, lieber Jens, ganz herzlich bedanken. Denn Pflege ist ein Thema, das jede Familie in diesem Land berührt. Sei es, weil man selbst Pflegeverpflichtungen hat, seinen eigenen Eltern gegenüber, den Schwiegereltern gegenüber, oder sei es, weil sich viele Menschen in diesem Land Gedanken machen darüber, wie wird das eigentlich bei mir? Und ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, ich möchte am Ende meines Lebens nicht meinen Kindern irgendwie zur Last fallen. Und deswegen ist das ein höchst persönliches Thema. Und es ist gut und richtig, dass wir investiert haben in mehr Fachkräfte, in bessere Bezahlung, denn ehrlich gesagt, das ist ein unglaublich anspruchsvoller Job und er hat schon ganz schwierige Arbeitsbedingungen. Wenn wir den dann noch schlecht bezahlen, dann werden wir niemanden finden, der diese Arbeit auch machen will. Aber liebe Freundinnen und Freunde, Pflege ist eben auch mehr als nur die Qualität. Pflege ist auch die persönliche Zuwendung. Pflege ist auch das menschliche Miteinander. Und deswegen müssen wir weiterdenken. Wird es nicht nur reichen zu sagen, wir müssen die Fachkraftquote verbessern? Wird es nicht nur reichen zu sagen, wir schaffen noch Pflegeroboter an? Wir müssen Netzwerke schaffen, dass viele ältere Menschen, die heute in diesem Land vielleicht materiell gut, aber ansonsten einsam sind, das ist eine der größten Geißel, die wir haben. Und deswegen steht es einer CDU gut zu Gesicht, wenn wir auch Pflege über das reine Technokratische hinausdenken, wenn wir sagen, wir wollen Netzwerke schaffen, in denen man Nähe spüren kann, die vermitteln mit der Familie im Mittelpunkt, aber eben auch dort, wo die Familie nicht mehr vorhanden ist, darüber hinaus. Es braucht ein ganzes Dorf, um Menschen im Alter diese Würde zu geben, die sie verdient haben. Und deswegen das Thema schlechthin für uns. Und auch darum werden wir uns in den nächsten Jahren kümmern, liebe Freundinnen und Freunde. Und kümmern werden wir uns auch um das, was wir jeden Sonntag und in jedem Programm die Keimzelle unserer Gesellschaft nennen, um Familie. Ursula hat es vorhin angesprochen, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist viel passiert. Sie hat die Studie noch in Auftrag gegeben, die einmal einen Gesamtüberblick über alle Leistungen geschafft hat. Alleine beim Bund und bei den Sozialversicherungen mehr als 150 Einzelleistungen mit einem Volumen von über 200 Milliarden Euro. Aber auch hier gilt die Frage, haben wir genügend Kinder in Deutschland? Warum werden bei uns eigentlich weniger geboren als sonst wo in Europa? Und warum leben trotz dieser Mittel statistisch gesehen und hinter der Statistik verbirgen sich immer auch Einzelschicksale 2,4 Millionen Kinder in Armut in Deutschland? Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, dass wir einen Perspektivwechsel in der Familienpolitik vornehmen müssen. Denn die wichtigste Frage in der Familienpolitik ist für mich die Frage, was brauchen eigentlich unsere Kinder? Der Neurobiologe Gerald Hüther hat gesagt, Kinder oder ein Kind braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann. Ein Kind braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann. Ein Kind braucht Gemeinschaft, in der es sich aufgehoben fühlt. Ich sage es vielleicht altmodischer. Ein Kind braucht vor allen Dingen Liebe
Und es braucht Eltern, die Zeit haben und in der Lage sind, ihm die Zuwendung und den Schutz und die Stabilität zu geben, die es braucht. Auch daran sollten wir uns bei Familienpolitik noch einmal interessieren. Und lasst mich an dieser Stelle eins sagen, auch sehr selbstkritisch für uns. Ich lese oft die Zeitungen und die alarmierenden Überschriften. Und dann werden Parameter und Chiffren genannt, die uns in Sorge versetzen. Wenn die Arbeitslosenquote steigt, wenn das Wirtschaftswachstum sinkt, wenn andere wirtschaftliche Parameter nicht so in Ordnung sind, wie wir das wollen. Aber es gibt Zahlen in Deutschland, die empfinde ich für die Zukunft viel alarmierender. Und das sind 2,4 Millionen Kinder in Armut. Das ist eine Schulabbrecherquote von über 6%. Und das sind Jahr für Jahr durchschnittlich 14.000 Kinder, die sexuell missbraucht werden. Und ich würde mir einmal wünschen, dass in Deutschland darüber so lange und so heftig diskutiert wird, wie wir es machen, wenn das Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen ist. Hier sind die entsprechenden Parameter auch für uns selbst verrutscht. Kinder sind unsere Zukunft. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Auch wir müssen das in unserer Politik wieder deutlicher zum Ausdruck bringen, als wir das bisher getan haben. Und deswegen, lieber Ralf Brinkhaus, macht es mich stolz, dass gerade die CDU und CSU-Bundestagsfraktion die ist, die mit den Fachkolleginnen und Fachkollegen ein großes Programm zur Bekämpfung von sexuellem Missbrauch gegen Kinder gemacht hat. Ich kenne keinen anderen, der das so dezidiert ausgearbeitet hat, auch im politischen Bereich. Und deswegen ist das ein gutes Zeichen. Und lass uns gemeinsam daran arbeiten. Solange wir diese Chiffre haben, ist das eine Zahl der Schande für Deutschland. Und wir dürfen und wir können uns damit nicht abfinden, liebe Freundinnen und Freunde. Das zeigt, wenn wir diesen Blickwinkel einnehmen, wenn wir fragen, was braucht eigentlich das Kind, dann verändern sich viele Perspektiven. Dann ist die Frage zum Beispiel, ja, es ist gut, dass wir Infrastruktur ausbauen. Es ist auch gut und es ist auch notwendig, gerade mit Blick auf Schichtmodelle, dass wir auch so etwas wie 24-Stunden-Kitas haben. Aber ich bleibe dabei, wesentlich intelligenter wäre es, wenn wir auch die modernen Techniken nutzen, damit Eltern von zu Hause aus arbeiten können. Wenn wir die Infrastruktur so machen, damit Eltern Arbeitsplätze vor Ort haben und damit nicht jeden Morgen in Deutschland die Überlandverschickung von Kindern quer durch die Republik passiert, dorthin, wo ihre Eltern arbeiten, damit sie dort in die Kita gehen. Mach doch das Leben entspannter für die Eltern, dann ist es auch entspannter für die Kinder. Das sollten wir doch uns als Ziel nehmen und uns in den Mittelpunkt stellen. Und ich war selbst ganz verblüfft, das letzte große Familienprogramm hat Angela Merkel geschrieben, als Generalsekretärin 1999. Lust auf Verantwortung, Lust auf Zukunft. Und deswegen, wenn wir sehen, wie sich Familien heute verändert haben und wir sind nicht dazu da, zu beurteilen, wie Menschen zusammenleben. Wir sind dazu da, zu beurteilen, ob es den Kindern in diesen Kontexten gut gehen kann und wie wir die Rahmenbedingungen setzen, damit es ihnen gut geht. Deswegen müssen wir diese Fragen immer unter dem Stichwort Kindeswohl tun. Müssen wir die Frage, was ist eigentlich familienfreundlich? Nein, wir müssen Familien nicht wirtschaftsgerecht umbauen. Wir müssen die Wirtschaft familienfreundlich machen. Andere Länder in Europa machen uns das vor. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das wollen wir auf eine neue programmatische Grundlage stellen. Und wenn ihr nachher dem Vorschlag folgt und Silvia Breher zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden wählt, dann ist das mit ihr besprochen, dass es ihre Aufgabe sein wird, gemeinsam mit unseren Familienpolitikerinnen und Familienpolitikern auf der Bundes-, auf der Landes- und auf der Kommunalebene genau ein solches neues Programm zu schreiben. Auch das ist moderne Volkspartei CDU. Auch das ist im Übrigen konservative Volkspartei CDU, denn es gibt nichts Konservativeres, als Leben und als Kinder zu schützen und ihnen eine gute Zukunft zu bieten. Vor zehn Jahren haben wir die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Und ehrlich gesagt, wir arbeiten immer noch dran. Und es wird Zeit, dass wir diese Arbeit nach vorne treiben.
dass daraus eine Bildungsrepublik 4.0 wird. Denn Bildung ist die beste Zukunftssicherung, die es geben kann. Aber ehrlich gesagt, wie laufen denn die Bildungsdebatten auch bei uns in unserer eigenen Partei ab? Wann haben wir denn das letzte Mal über so etwas geredet wie Erziehung, wie Ideale, wie Inhalte und nicht nur über kaputte Schulklos und die Frage, wer zuständig ist und wer sie zu bezahlen hat. Liebe Freundinnen und Freunde, ich war Ministerpräsidentin, ich war Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Ich bin eine in der Wolle gefärbte Befürworterin des Föderalismus. Aber das, was wir zurzeit im Bereich des Föderalismus, gerade bei der Bildung, auch in unserer eigenen Partei, im Miteinander oder im Nichtmiteinander, abliefern und diskutieren. Das führt dazu, dass sich 100% der Eltern in Deutschland mittlerweile wünschen, Bildung wäre eine zentrale Aufgabe des Bundes. Da gehört sie aber nicht hin, aber es ist unsere Verantwortung, endlich ordentlich hier zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. Und deswegen muss und wird die CDU wieder der Ort sein, an dem wir genau diese Fragen diskutieren. Was braucht eigentlich ein Mensch in einem digitalisierten Zeitalter, um ein selbstbewusster und selbstbestimmter Mensch zu sein? Ich will nicht, dass wir neue Spaltungen in der Gesellschaft haben. Die einen, die durchblicken bei der neuen Digitalisierung und die anderen, die sich manipulieren lassen. Die einen, die wissen, warum, wenn sie einen Suchbegriff eingeben, sie immer andere Ergebnisse bekommen als ihr Gegenüber, der vielleicht das Gleiche nachfragt. Ich will, dass Menschen verstehen, denn nur wer versteht, kann nicht manipuliert werden. Und es hat etwas mit unserem C zu tun, mit unserem Menschenbild zu tun, dass wir sagen, wir brauchen starke, selbstbewusste, selbstbestimmte Menschen. Und unsere Schulen sind dafür da, dass wir Kinder zu solchen Menschen auch erziehen, auch in diesen Schulen. Darüber müssen wir streiten in der CDU. Das lohnt sich mit aller Leidenschaft. Und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch tun, liebe Freundinnen und Freunde. Und das betrifft uns alle zusammen. Ich möchte, dass wir in den nächsten Jahren sagen können, wir haben in Deutschland ein gemeinsam abgestimmtes Bildungsprogramm, das genau festlegt für jede Altersstufe, vom Kindergarten bis zum Abitur, für jedes Fach, was es an Kompetenzen mit Blick auf die Digitalisierung zu verteilen gibt. Ich will, dass wir Schulen haben, die Orte sind, vor Ort verankert in den Kommunen, die Lernzentren sind, die offen sind für Vereine, für Erwachsenenbildung. Ich will, dass wir Schulen haben, die im Sozialraum auch mit verankert sind. Ich will, dass wir ein Teams haben an diesen Schulen, wo der Lehrer, den wir mühsam ausbilden, nicht für alles zuständig ist, sondern wo Lehrerinnen und Lehrer sich auf das konzentrieren können, weshalb sie den Beruf eigentlich ergreifen, nämlich Kinder zu erziehen und Kindern etwas beizubringen. Sie sind nicht die Schulsekretärinnen, sie sind nicht der Hausmeister und sie sind auch nicht die Schulsozialarbeiter. Aber alle diese Funktionen brauchen wir an Schulen auch. Und deswegen wird es Zeit, dass wir in Deutschland den Weg gehen, den andere europäische Länder schon längst erfolgreich beschritten haben und mit gemischten professionellen Teams an die Schulen gehen. Das müssen unsere Kinder uns wert sein, liebe Freundinnen und Freunde. Auch dafür müssen wir gemeinsam Politik machen. Und wir müssen uns wirklich um die berufliche Bildung kümmern. Es gibt kein Made in Germany, das so originär ist, das so erfolgreich ist, wie die duale Ausbildung, wie die berufliche Bildung. Das sagen wir immer und immer wieder. Das sagen wir überall. Aber wir müssen uns schon sehr selbstkritisch fragen, leben wir das auch? Wenn ich Bildungsdebatten verfolge, dann höre ich von Kitas, dann höre ich von allgemeinbildenden Schulen, von den Gymnasien, von den Hochschulen, das ist auch alles richtig und wichtig. Aber wann hat denn jemals einer auch von uns gesagt, unser Ehrgeiz ist es und mein Ehrgeiz ist es, dass wir sagen können, in 5 oder in 10 Jahren haben wir die modernsten Berufsschulen in ganz Europa. Wir haben die Zentren, wo wirklich auf der Höhe der Zeit ausgebildet wird. Und ich meine nicht die Lehrerinnen und Lehrer, die machen das mit viel Herzblut, aber die technische Voraussetzung. Und wir unterstützen unsere Betriebe dort drin, dort, wo sie Probleme haben, diese Ausstattung auch für sich zu haben, dort, wo sie Probleme haben, auszubilden, dass wir sie ermutigen. Duale Ausbildung ist das A und O. Es ist eine der Kernachsen unseres Erfolges. Es ist etwas,
etwas, was wie kaum eine Ausbildung so gut zu uns passt wie sonst eine. Und deswegen lasst uns endlich die Ärmel hochkrempeln und dafür sorgen, dass berufliche Bildung in Deutschland wirklich wertgeschätzt wird und dass wir wirklich etwas dazu machen. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen. Und liebe Anja, ich bin dir dankbar, dass du gerade in diesem Jahr das Jahr der beruflichen Bildung ausgerufen hast. Aber es muss weitergehen. Und wir als CDU müssen unseren Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, das können wir auch entsprechend tun. Und liebe Freundinnen und Freunde, was wir auch brauchen, das ist, und das dürfen wir nie vergessen, dass wir insbesondere diejenigen sind, die dort, wo Menschen Vertrauen setzen, Vertrauen auf einen starken Staat, der sie schützt, dass wir diejenigen sind, die für dieses Vertrauen arbeiten. Wir haben, auch das gehört zur Bestandaufnahme des Jahres 2019 dazu, wir haben Vertrauen verloren als starker Staat. Und dieses Vertrauen kann man nicht einfach zurückgewinnen. Und man kann es auch nicht einfach zurückfordern oder zurück herbeischreien mit immer schrilleren Forderungen. Man kann es nur zurück überzeugen und zurückarbeiten. Und dort, wo wir Verantwortung tragen, in unseren Bundesländern, und deswegen auch mein herzliches Dankeschön an all unsere Ministerpräsidenten, dort, wo wir Verantwortung tragen, wo wir mit in der Regierung sind, ich schaue auf Thomas Strobel, ich schaue aber insbesondere auch auf Herbert Reul, da geht das besser als anderswo. Ein starker Staat macht sich nicht von selbst. Er braucht vor allen Dingen auch eine Regierung. Er braucht eine Partei, die sagt, Regeln, die wir haben, sind keine Einladung, ob man sie befolgen will oder nicht. Regeln sind da, dass sie befolgt werden. Und wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass genau das passiert. Das ist unser Markenkern, liebe Freundinnen und Freunde. Und denen müssen wir wieder deutlicher gerecht werden, wie das vorher der Fall war. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Signal an diejenigen, die ihren Kopf dafür hinhalten, dass wir geschützt sind, im Inneren und im Äußeren. Und deswegen ist die Frage, wie wir die schützen, die uns schützen, ist die Frage, wie wir mit denen umgehen, die in ihrem Dienst als Polizeibeamte, als Bundeswehrsoldaten, als diejenigen, die als Sanitäter, als Feuerwehrleute verpflichtend oder freiwillig ihren Dienst verrichten, wenn die angegriffen werden, wenn die bepöbelt werden, wenn die bespuckt werden, und das ist keine Seltenheit mehr in Deutschland, wie wir damit umgehen. Und liebe Freundinnen und Freunde, nur sonntags zu sagen, wir sind froh, dass wir euch haben, aber dann, wenn es montags drauf ankommt, wirklich auch die Konsequenzen zu ziehen, das kann nur die CDU, das kann sonst keine andere Partei. Und liebe Freundinnen und Freunde, diese Männer und Frauen, die uns schützen, sie setzen in besonderer Art und Weise auf uns. Und wir sind ihnen in der Vergangenheit nicht immer so gerecht geworden, wie sie es verdient haben. Und deswegen müssen wir das ganz dringend ändern für die Zukunft. Und für mich, das wird euch jetzt nicht wundern als Verteidigungsministerin, für mich heißt das in erster Linie, dass wir die Verteidigungsausgaben, und das ist nichts anderes als vor allen Dingen mehr und bessere Ausrüstung für unsere Soldatinnen und Soldaten, dass wir diese Verteidigungsausgaben auch steigern, so wie wir es im Übrigen auch zugesagt haben. Wer Soldatinnen und Soldaten, und das tut nicht die Ministerin, das tut nicht die Regierung, wer Soldatinnen und Soldaten in den Einsatz schickt, und das ist das deutsche Parlament, das ist der Haushaltsgesetzgeber, wer Soldatinnen und Soldaten in Einsätze schickt, die alles andere als ungefährlich ist, der hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den Haushalt so aufzustellen, dass sie auch so ausgestattet sind, dass sie aus diesem Einsatz heil und gesund wieder zurückkommen. Aber es geht dabei auch um Verlässlichkeit. Wir wollen, dass Europa auch in diesem Bereich stark ist. Wir wissen, dass wir Europa weiter vollenden müssen. Wir müssen den Binnenmarkt weiter voranbringen. Denn nur mit der Marktmacht von 500 Millionen Europäerinnen und Europäer können wir in einem Systemwettbewerb bestehen. Wir wissen das alles. Wir wissen, dass es ein Thema gibt, bei dem Europa besser
zusammenarbeiten könnte und aus meiner Sicht auch besser zusammenarbeiten muss. Und das ist insbesondere das Thema der gemeinsamen Verteidigungspolitik. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, für uns ist auch immer klar, diese Verteidigungspolitik findet immer im Rahmen der NATO und in einem engen Schulterschluss mit unseren amerikanischen Freunden statt. Dass wir heute hier in Frieden und Freiheit wieder vereint sind, das haben wir auch der NATO, das haben wir auch den Vereinigten Staaten von Europa zu verdanken. Und uns muss man nicht extra daran erinnern, dass man am 30. Jahrestag des Mauerfalls den Amerikanern auch dafür dankt. Ich will das in unserem Namen an dieser Stelle ausdrücklich tun, liebe Freundinnen und Freunde. Aber, und das sage ich ganz bewusst, auch als jemand, der am Volkstrauertag auch mit einer der Hinterbliebenen gesprochen hat, die ihren Mann vor wenigen Wochen in Afghanistan verloren hat. Niemand von uns will leichtfertig unsere Soldatinnen und Soldaten weltweit in einen Einsatz schicken. Aber wir wissen, dass zum Beispiel in Afrika, in der Sahelzone, wir im Moment ein unglaubliches Ausbreiten von islamistischen Terroristen erleben. Wir wissen, dass wir dort eine unglaubliche illegale Migration erleben. Und wir können nicht so naiv sein, zu glauben, das ginge uns nichts an. Das, was dort entsteht, ist eine Bedrohung auch für unsere Sicherheit in Europa und auch für unsere Sicherheit in Deutschland. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir können uns nicht darauf verlassen, dass in der Zukunft immer irgendein anderer sagen wird, wir gehen da hinein und wir bekämpfen die Terroristen und ihr könnt dann irgendwann später kommen. Das sind Soldatinnen und Soldaten, die haben auch Eltern, die haben auch Kinder, die haben auch Angehörige. Da macht sich die Verteidigungsministerin oder der Verteidigungsminister genauso Sorgen um ihre Gesundheit und ihr Leben. Auch das hat etwas mit Solidarität zu tun. Und deswegen ist es notwendig, dass wir auch über diese Art der Weiterentwicklung von Verteidigungspolitik reden. Das ist kein leichtes Thema. Es ist kein populäres Thema. Aber wenn Deutschland für seine Werte, seine Rolle in der Welt spielen will, dann muss es an dieser Stelle stärker werden, als es das bisher ist. Auch das ist ein Signal, das vom heutigen Parteitag ausgeht. Ich bin gescholten worden für die Initiative in Nordsyrien. Aber ich will an dieser Stelle eines deutlich sagen. Mich treibt die Situation dort um. Nicht nur jetzt in den letzten Monaten, sondern schon lange. Das, was wir erleben aus Idlib, was wir sehen von Kindern, die bei Bombenangriffen ums Leben kommen, das lässt mich nicht unberührt. Und Fakt ist, dass mit dem Einmarsch der türkischen Seite, dem Überschreiten der Grenze, auch Recht, auch Völkerrecht verletzt worden ist. Und dass keiner im Moment eine Antwort hat, wie es dort weitergehen soll. Wie wir eigentlich dafür sorgen wollen, dass Menschen, die aus dieser Region geflohen sind, vor dem Regime Assad wieder zurückkommen können und nicht in die gleichen Hände des gleichen Häschers wieder fallen. Das kann möglicherweise eine Aufgabe sein, die auch stärker auf die internationale Gemeinschaft, die auch stärker auf uns in Europa zurückfällt. Und ehrlich gesagt, mir reicht es nicht, dass wir auch bei unserem Treffen nur sagen, das ist irgendwie alles schrecklich und wir sehen das, aber wir können keine Antwort darauf geben. Ich möchte, dass Deutschland auch diese Debatten führt, weil wir sie führen müssen, weil auch das Menschen sind, auch das Kinder sind, die unsere Solidarität und unsere Hilfe verdient haben. Auch darum ist es mir bei dieser Initiative gegangen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind Deutschland, das starke Land in der Mitte Europas. Und wir, das steht hier an unserer Wand, wir sind heute hier, um über die starke Mitte zu reden. Die starke Mitte in Deutschland, was ist das? Vor kurzem hat jemand der Sozialdemokraten gesagt, als es um das Thema Hartz IV und Sanktionen ging, er wolle die Sanktionen abschaffen, er wolle ermutigen die Menschen. Ja, ermutigen wollen wir auch. Aber ehrlich gesagt, ich möchte in allererster Linie und zuerst einmal die ermutigen, die jeden Morgen aufstehen um 6 Uhr, die aus dem Bett gehen, die ihre Kinder zur Schule schicken, die zur Arbeit gehen,
die sich nicht viel leisten, die ganz Normalen in der Mitte der Gesellschaft, das sind oft die Familien, die mehr als 2 oder 3 Kinder haben. Das sind für uns diejenigen, die in der Mitte stehen. Und auch die haben es verdient, dass sie ermutigt werden, dass sie sich in unserer Politik wiederfinden. Auch um die geht es. Wir sind eine Partei, die für die ganze Mitte zuständig ist. Nicht nur für die mit dem großen Geldbeutel, sondern auch für die mit dem kleinen Geldbeutel. Auch darum geht es bei der Grundrente. Um die, die Jahre und Jahrzehnte lang gearbeitet haben und am Ende auch eine verdiente Anerkennung für diese Lebensleistung brauchen. Und wenn wir diese ganze Mitte sehen, dann spüren wir, wie schwer das ist, sie heute zusammenzuhalten. Wir spüren, wie Spaltung sich breit macht, wie wir erleben, dass alles immer gleich sofort erledigt werden muss, dass jeder seine Positionen mit einem Absolutismus vertritt, wie er kaum noch auszuhalten ist, wo man das Gefühl hat, wir sind gar nicht mehr in der Lage, miteinander auch einen politischen und einen demokratischen Diskurs zu finden. Wir sind in einer Situation, liebe Freundinnen und Freunde, wo das Finden von Lösungen und der gute Kompromiss wirklich systematisch schlecht gemacht wird. Aber jede Gesellschaft, die zusammenhält, und jede Demokratie funktioniert nur, wenn man bereit ist und in der Lage ist, Kompromisse zu schließen. Ludwig Erhard hat einmal gesagt, ein guter Kompromiss ist dann, wenn man den Kuchen so verteilt, dass jeder das Gefühl hat, dass er das größte Stück vom Kuchen hat. Wir haben die unnachahmliche Fähigkeit, selbst dann, wenn wir wirklich das größte Stück haben, so darüber zu reden, dass wir das Gefühl haben, wir hätten nur einen Krümel abbekommen. Kompromiss ist notwendig, das hat nichts mit Weicheiern zu tun. Man ist heute sehr viel schneller radikal. Man ist heute sehr viel schneller in den Schlagzeilen, wenn man nur fordert, wenn man sagt, das geht nicht zusammen. Es ist viel schwieriger, eine Politik von Maß und Mitte zu machen. Es ist viel schwieriger, den Druck auszuhalten, von der einen und von der anderen Seite. Und liebe Julia, du spürst das im Moment, weil du genau den Versuch unternimmst, moderne Landwirtschaftspolitik und Tierschutz und Naturschutz zusammenzubringen. Das bringt nicht nur Freude und nicht nur Beifall ein. Aber nur so kann Deutschland funktionieren. Nur so kann eine starke Mitte funktionieren. Nur so können wir das Land bleiben, das wir heute sind. Und deswegen lasst uns gemeinsam an dieser Mitte arbeiten. Lasst uns Spaltungen überwinden, gerade im 30. Jahr, als die große Spaltung in Deutschland überwunden worden ist mit dem Fall der Mauer. Das ist nicht nur unsere Aufgabe. Wir können als Politikerinnen und Politiker dazu nur einen kleinen Teil beitragen. Es ist die Aufgabe oder das Herzblut von so vielen Millionen in Deutschland, die das jeden Tag ehrenamtlich machen. Und ich will euch eins sagen, diese Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in Deutschland, die haben alles verdient, unsere Unterstützung. Noch besser, als es bisher der Fall ist. Aber eins haben sie nicht verdient. Ein Finanzminister, der sich darüber Gedanken macht, ob Männervereine noch gemeinnützig sein können und Frauenvereine auch. Das ist die falsche Zielsetzung. Und das müssen wir ganz deutlich machen, liebe Freundinnen und Freunde. Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass das immer diejenigen fordern, die selbst nie in einen Verein gehen würden, weil sie immer sagen, wir sind eigentlich viel zu cool, um uns so ehrenamtlich zu engagieren. Aber wir sind diejenigen, die für die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler da sind. Das müssen wir auch in der nächsten Zukunft wieder deutlicher machen. Denn ehrlich gesagt, ein Deutschland in der Zukunft, so wie ich es vorhin beschrieben habe, das geht nur mit Hauptamtlichkeit nicht, das geht nur mit viel Herzblut. Und wenn wir Ehrenamtler haben, die da mitmachen. Und deswegen wollen wir auch darüber reden, ich sage das an der Stelle ganz deutlich, im Werkstattgespräch in der nächsten Woche, ob wir in Deutschland ein freiwilliges oder ein verpflichtendes Dienstjahr einführen, weil es eben nicht nur Rechte von Staatsbürgern gibt, es gibt auch Pflichten von Staatsbürgern. Und es wird Zeit, dass wir auch wieder deutlich machen, dass beides in einem gesunden Verhältnis stehen muss, liebe Freundinnen und Freunde. Ja,
Wir postulieren für uns, dass wir die starke Mitte sind. Und liebe Freundinnen und Freunde, das ist keine Duckmäuserei. Das ist nicht das, was man sagt, na ja, das sind diejenigen, die sich bequem einrichten, die kein Profil haben, die sich so verzwergen und dann sagen, lass doch die anderen machen. Die, die in der starken Mitte sind, die kämpfen dafür. Und eine Mitte stark zu machen, ist das beste Mittel, um die Ränder schwach zu machen. Und für uns muss gelten, was Michael Kretschmer gesagt hat und viele andere heute hier. Es kann keine Zusammenarbeit mit den Rändern geben, nicht mit dem linken Rand und nicht mit dem rechten Rand. Das sind wir uns selbst schuldig. Und das darf und muss klar sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und da kann die Linke Repräsentanten haben, die noch so harmlos daherkommt. Fakt ist, dass es eine Partei ist, die sich bis heute mit vielen Repräsentanten weigert, anzuerkennen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. Und wenn wir das zulassen, wenn wir das nicht immer wieder auch in die Debatte einwerfen, dann treten wir ein Stück weit auch das Erbe derjenigen, die unter diesem Unrechtsstaat gelitten haben, mit den Füßen. Und auch das wäre geschichtsvergessen und das dürfen wir nicht machen. Aber was wir nie vergessen dürfen, ist, dass eine Partei, die ein anderes System will, die will keine optimierte soziale Marktwirtschaft. Die träumt vom Sozialismus. Das ist nicht das, was wir in der CDU wollen. Das ist nicht das, was gut ist für Deutschland. Und deswegen, es bleibt bei der harten inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Sozialisten, mit den Kommunisten. Das war immer so und das bleibt auch so. Und das muss auch so bleiben für die Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde. Und das gilt auch für die Apokalyptiker von rechts. Ich höre ja immer, wenn sie sagen, alle anderen Parteien sorgen dafür, dass das christliche Abendland untergeht. Ja, ich habe oft das Gefühl, das Christliche ist bei denen schon lange untergegangen. Denn wenn man sich dafür entschuldigen muss, dass man menschenfreundlich ist, dass man Menschen rettet, auch aus Seenot, dann ist man nicht mehr in der richtigen Republik, dann ist man auch nicht mehr in einer Partei, die zu Recht das C im Namen trägt. Auch das dürfen wir nie vergessen. Bei allem, was wir debattieren, über einen klaren Schutz von Grenzen. Menschenfreundlichkeit war immer unser Markenzeichen und muss unser Markenzeichen auch für die Zukunft bleiben, liebe Freundinnen und Freunde. Und ja, lasst es mich sagen, es gibt auch in unseren Reihen welche, die sagen, na ja, aber vielleicht könnte man ja doch irgendwie und mit wem auch immer zusammenarbeiten. Ich will euch eine Geschichte erzählen von Erwin Teufel. Erwin Teufel, als er seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, hat erzählt, wie er als Jugendlicher, als junger Mann nach dem Zweiten Weltkrieg, als er zum ersten Mal auch gelesen hat von den Gräueltaten, die Deutsche im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben, als er erfahren hat, dass beim Einmarsch der Deutschen in Polen, nachdem die regulären Truppen einmarschiert sind, sofort Truppen der SS hinterhergegangen sind und in jedem polnischen Dorf den Lehrer, den Pfarrer, den Arzt und die Juden erschossen und ermordet haben. Und er hat gesagt, das hat ihn unglaublich lange beschäftigt. Und liebe Freundinnen und Freunde, er hat für sich die Lehre gezogen und hat gesagt, ich habe gewusst, ich kann es nicht rückgängig machen. Aber ich weiß, dass ich die Verpflichtung habe, dafür zu sorgen, dass sich so etwas nie wiederholt. Und liebe Freundinnen und Freunde, diese Einstellung, die macht aus uns Christdemokraten und diejenigen, die über solche Dinge als einen Vogelschiss in der deutschen Geschichte reden, das sind die von rechts, das sind die, mit denen wir nichts zu tun haben wollen und nichts zu tun haben dürfen. Denn die von rechts, das sind die, die beginnen zuerst die Sprache zu verrohen, den Respekt vor dem Gegenüber zu verlieren, vor dem, der vielleicht woanders geboren ist, der einen anderen Glauben hat, der anders aussieht. Das sind die, die als zweites beginnen,
dann sich auch nicht mehr um Sachen zu kümmern und die dann Menschen angreifen. Das sind die, die ein geistiges Klima schaffen, auf denen auch politische Morde wie der politische Mord an unserem Freund Walter Lübcke passiert ist. Und deswegen sage ich in aller Ernsthaftigkeit, das sind die Brandstifter. Und wir dürfen nie die Biedermänner sein, die ihnen auch noch die Streichhölzer geben, damit sie diesen Brand anstecken können. Wir sind dann starke Mitte, wenn wir glaubwürdig sind. Und wir sind glaubwürdig in unseren Programmen und glaubwürdig, wenn wir das, was wir in die Programme schreiben, auch leben. Und deswegen brauchen wir Köpfe und Gesichter, die dafür einstehen. Und ja, wir sind die Partei, die sagen, wir sind für alle Menschen da. Wir sind die Partei des Mittelstandes, des Handwerkes. Wir sind die Partei derjenigen, die sich in der Gewerkschaft organisieren. Und wir sind die Partei der Frauen. Aber ganz ehrlich, dann schaut mal in unsere Bundestagsfraktion hinein. Wir haben noch 4 organisierte Gewerkschaftler in unserer Bundestagsfraktion. Wir haben noch 13 Handwerker in unserer Bundestagsfraktion. Im Übrigen, die SPD hat 14. Und wir haben einen Frauenanteil, der gerade mal bei 20% liegt, obwohl die Frauen keine Minderheit in diesem Land sind, sondern mehr als die Bevölkerung stellen. Und deswegen kann ich euch nur sagen, wenn wir so weitermachen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn uns weder die Frauen noch die Gewerkschafter noch die Handwerker wählen. Und das können wir nicht zulassen. Das macht uns schwach. Und das will ich auch nicht zulassen. Und deswegen müssen wir es ändern, liebe Freundinnen und Freunde. Kleines Aperçu am Rande, wir haben 80 Juristen, das ist so viel wie die FDP-Fraktion und mehr als Linke und Grüne zusammen, also dort sind wir ganz gut aufgestellt, aber bei den anderen Gruppen müssen wir nacharbeiten. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass es eine Satzungskommission geben soll. Und wir wollen fürs nächste Jahr verbindliche Regeln, die das besser machen. Wir haben Zeit genug gehabt, um es zu beweisen, dass wir es auch so können. Es hat nicht funktioniert. Und wir werden nur Mehrheiten erreichen, wenn uns insbesondere die Frauen wieder wählen. Dafür müssen wir kämpfen. Das liegt in unserem eigenen Interesse. Das ist nichts, was wir als Almosen an die Frauen geben. Das ist etwas, was Frauen zusteht. Und dafür stehe ich und dafür kämpfe ich. Und dafür muss sich jeder mit mir auseinandersetzen. Und ich bin eine Vorsitzende, die ihr gewählt habt, für alle Flügel dieser Partei. Ich lasse mich nicht in eine Schublade stecken. Ich bin konservativ genauso gut, wie ich liberal bin und wie ich sozial bin. Und nur wenn alle diese Flügel ihre Flügel ausstrecken können, dann werden wir als Partei auch wieder in andere Sphären fliegen können. Und eins will ich euch auch sagen, es gibt nicht die Werteunion und die Union der Mitte. Es gibt nur eine Werteunion und das ist die CDU Deutschland. Und es gibt nur eine Union, die in der Mitte ist und das sind wir. Und auch das muss deutlich gesagt werden. Liebe Parteifreunde, wir können stolz auf das Erreichte sein. Die Westbindung, die soziale Marktwirtschaft, Wiederbewaffnung, die Einführung des Euro, die deutsche Einheit, an der wir festgehalten haben, als andere sie schon längst aufgegeben hatten. Das alles sind große Erfolge. Und ich kann nur sagen, wir haben schon groß gedacht, da lagen andere Parteien noch in den Windeln. Das brauchen wir uns schon niemand sagen zu lassen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, eins ist auch klar. Ich will nicht die Parteivorsitzende einer Partei sein, die sich großartig findet, weil sie gestern großartig war.
Ich will die Vorsitzende einer Partei sein, die sich großartig findet, weil sie großartige Politik fürs Heute und für die Zukunft macht. Das ist der Anspruch, den ich an mich habe, und das ist der Anspruch, den ich an euch alle habe. Und diesem Anspruch müssen wir gerecht werden. Wir sind als Union dann stark und stabil, wenn wir in unserem Zentrum und in unserer Mitte unseren Leitbuchstaben, ich habe das in Hamburg den Leitstern genannt, unser C, und darauf basierend unser Menschenbild haben. Wir sind dann stark und stabil in der Mitte, wenn wir aus den Erfolgen der Vergangenheit die Gewissheit ziehen, dass wir auch in den Stürmen der Zukunft unseren Kurs halten können. Wir sind dann stark und stabil, wenn wir mit unserer Lust auf Zukunft und aufs Gestalten der Motor sind und den Motor haben, der uns antreibt. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses Jahr, das zu Ende geht, es war und ist kein leichtes Jahr für keinen von uns. Es ist nicht so gelaufen in Teilen, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ihr euch vorgestellt habt. Es war nicht so erfolgreich und so einfach in den Wahlkämpfen, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle allen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern im Europawahlkampf, in Brandenburg Ingo Senftleben und Michael Stübgen, in Thüringen Mike Moring, der in einer ganz schwierigen Situation kämpfen mussten, aber eben auch Michael Kretschmer und allen, die trotzdem unverdrossen gekämpft haben, ganz, ganz herzlich Danke sagen. Und ich möchte ganz, ganz herzlich Danke sagen, Paul Ziemiak und auch Stefan Hennewig als Bundesgeschäftsführer. Vielen Dank für eure Unterstützung auch in den letzten Monaten. Ich bin in Hamburg gewählt worden von 51%. Aber ich bin gewählt worden für 100% der Partei. Und deswegen will ich eine Vorsitzende sein, und das nehme ich für mich in Anspruch, die geradezu darauf wirbt und die geradezu dazu aufruft, dass wir Querdenker, dass wir starke Persönlichkeiten im Team haben. Ich will kein schwaches Team um mich herum haben, weil ein schwaches Team ein Team ist, das die Partei schwächt. Wir wollen die besten und die klügsten Köpfe in dieser Partei, und jeder soll sich einbringen. Und wenn er eine andere Meinung vertritt als ich, dann ist das lebendige Demokratie. Daran wachsen wir, und ich will, dass diese Union wächst, dass wir stärker werden, als wir es heute sind. Das ist der Anspruch, den ich in diese Partei mit einbringe. Aber liebe Freundinnen und Freunde, ich habe euch gesagt, wie ich mir das Deutschland vorstelle, wie es sein könnte, was ich für dieses Deutschland möchte. Ich habe euch gesagt, wovon ich überzeugt bin. Ich habe euch gesagt, wie der Weg ist, den ich euch vorschlage. Ich mache euch nichts vor, das wird ein Weg sein, der nicht immer einfach ist, der vielleicht auch Rückschläge haben wird. Aber ich will an dieser Stelle auch eines ganz offen sagen. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen, und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr dieses Deutschland wollt, wenn ihr der Meinung seid, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen sollten, wenn ihr die gleiche Lust am Gestalten und am Verantworten habt, wie ich das habe, dann lasst uns hier und jetzt und heute die Ärmel hochkrempeln und anfangen. Vielen Dank.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Applaus zeigt, heute wird nicht Schluss gemacht, Annegret. Heute geht's erst richtig los. Wir freuen uns auf eine... freuen uns jetzt auf eine spannende Aussprache und danach eine spannende inhaltliche Debatte. Aber zuvor begrüßen wir noch liebe Gäste unseres Parteitages. Vielen Dank, Michael Kretschmer. Ich möchte abschließend noch von den internationalen Gästen zum einen begrüßen Botschafter aus zahlreichen Staaten unserer Erde, von Australien über China, Indien und Chile, sind heute anwesend. Herzlich willkommen. Und als Vertreter von politischen Schwesterparteien möchte ich noch namentlich erwähnen den Generalsekretär der International Democratic Union, Christian Kattner. Ich möchte begrüßen den Vorsitzenden der United National Movement aus Georgien, Herrn Grigol Vajadze. Ich möchte herzlich begrüßen den Generalsekretär der norwegischen Høyre-Partei, John Ragnar Aset, die ehemalige Adenauer-Stipendiatin und Abgeordnete aus dem Kosovo und hoffentlich künftige Ministerin Vjosa Osmani, sowie den Fraktionsvorsitzenden der schwedischen Christdemokraten im Reichstag, Andreas Karlsson. Und nicht zuletzt, das ist schon gute Tradition auf diesem Parteitag, begrüße ich einen Vertreter der British Conservatives, in diesem Fall Lord Stephen Parkinson. Welcome und damit zurück zu Michael Kretschmer. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir kommen dann zur Aussprache. Ich weise darauf hin, dass Sie sich nach wie vor zu Wort melden können, entweder indem Sie den digitalen Wortmeldezettel auf Ihrem Tablet nutzen oder, wenn Sie es lieber analog mögen, die Wortmeldezettel, die auf den Tischen ausgelegt sind. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir bereits 27 Wortmeldungen haben. In Worten 27, ich sage das deshalb, weil sich vielleicht jeder dann selbst denken kann, wie lang jede einzelne Wortmeldung sein kann. Und freue mich, dass ich als Ersten das Wort geben darf, dem hessischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden Bundesvorsitzenden, unserem Freund Volker Bouffier. Danach kann sich schon mal Gudrun heute Blum bereithalten. Sehr geehrter Tagungspräsident, liebe Annegret, liebe Parteifreunde. Dieser Parteitag ist im Vorfeld so hochgeschrieben worden. Wird das die Revolution? Ist das der Tag? Werden wir uns in Personaldebatten ergeben? Und dann erleben wir einen Parteitag, wo die Delegierten unseren Parteivorsitzenden feiern, wo wir eigentlich sagen könnten, das war's. Wir gehen nach Hause, das war ein klares und deutliches Signal. Liebe Annegret, das war eine mutige, das war eine ehrliche und es war eine richtungswesende Rede. Dafür danke ich dir sehr herzlich und herzlichen Dank dafür. Liebe Freunde, Deutschlands starke Mitte. Wir wollen die Partei sein mit Maß und Mitte, die Partei für ganz Deutschland, für Stadt und Land, für Jung und Alt. Und das wird uns besser gelingen, wenn es uns gelingt, den Menschen Orientierung zu geben. Sie suchen nach Orientierung. Und wenn wir einen solchen Parteitag haben, ist es eine gute Chance, darüber einmal zu sprechen. Wie kann das eigentlich sein, dass uns vor zwei Tagen Allensbach mitteilt, dass das Vertrauen in uns mittlerweile bei knapp über 20% gelandet ist? Wie kann das eigentlich sein, dass der Eindruck entsteht in der Bevölkerung, diese Partei ist zerstritten? Liebe Freunde, dieser Parteitag ist eine gute Gelegenheit, genau an dieser Stelle zu beginnen. Wir haben eine Menge gehört und ich will darauf gerne eingehen. Aber machen wir uns nichts vor, wir werden nur dann Deutschlands starke Mitte sein, wenn wir wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung erfahren. Das, was wir zurzeit erfahren, kann uns nicht zufriedenstellen. Das ist nicht unser Anspruch. Und deshalb, liebe Freunde, meine Damen und Herren, ich nehme das sehr ernst. Wenn in kurzer Zeit das Vertrauen so drastisch sinkt, ist das ein Weckruf für uns. Und dieser Weckruf, den hat Annegret aufgenommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich will das an zwei Beispielen einmal sehr deutlich sagen. Wir müssen es schaffen, mit unserer eigenen Politik anders umzugehen. Wir müssen es schaffen, klarer zu formulieren, was wir als Union eigentlich wollen.
Und wir müssen es auch schaffen, fröhlicher daherzukommen und glaubwürdig zu vermitteln, dass wir unter der Regierungsarbeit, unter dem Auftrag, den uns die Bürgerinnen und Bürger gegeben haben, nicht leiden, sondern dass es uns Freude macht, in diesem Land zu gestalten. Verehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben vorhin in Ihrer Rede gesagt, 14 Jahre, und von den 70 Jahren, die wir in Deutschland jetzt haben, sind 50 Jahre von der Union hauptsächlich politisch verantwortet worden. Meine Damen und Herren, verehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das zum Anlass genommen, Demut zum Ausdruck zu bringen. Das ist immer gut. Nie Übermut. Aber ich will auch mal sagen, wenn man die Berichte über Deutschland zum Teil liest und hört, dann wirst du krank an der Seele. Dann hat man gelegentlich den Eindruck, dieses Land ist sozusagen ganz hinten überall. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dieses Land ist zu einem Sehnsuchtsland der Welt geworden. Es ist das beste Deutschland, das wir jemals hatten. Und das hat etwas mit unserer Politik zu tun, liebe Freunde. Ohne die Union wäre das nicht dieses Deutschland. Und das müssen wir gelegentlich auch mal sagen. Und das gibt uns auch die Kraft, Kompromisse zu vertreten. Denn das ist das Zweite, was Annegret angesprochen hat. Ja, wir sind in Koalitionen in aller Regel. Und das Grundproblem ist, wie kriegen wir es hin, auf der einen Seite eine klare Positionierung Union zu haben und auf der anderen Seite mit einem Koalitionspartner eine Regierungsarbeit zum Wohl des Landes hinzubekommen. Das ist nicht ganz einfach. Aber ich will sehr deutlich sagen, meine Damen und Herren, Kompromiss und immer im Kopf mitgedacht, das Stichwort fauler Kompromiss, ist genau die falsche Antwort. Wenn wir unsere eigene Politik nicht selbstbewusst vertreten, dürfen wir uns doch nicht wundern, dass in der Bevölkerung keine Begeisterung aufkommt. Wir haben klare Vorstellungen. Und diese Vorstellungen würden wir auch durchsetzen, eins zu eins, wenn wir ganz alleine wären. Wenn wir aber einen Partner haben, dann müssen wir überlegen, wie weit wir gehen können bei einem Kompromiss. Wer nicht kompromissfähig ist, der ist nicht politikfähig. Und wer nicht politikfähig ist, der ist nicht zukunftsfähig. Und genau deshalb werbe ich dafür, Kompromiss nicht immer in die Tonne zu treten nach dem Motto, man hat seine eigenen Ziele verraten. Und damit das auch niemand missversteht, das ist kein Freibrief für alles. Da gibt es Grenzen, insbesondere auch gegenüber dem jeweiligen Partner. Aber ich werbe dafür, dass, wenn wir politikfähig sein wollen, wir auch kompromissfähig sein müssen. Und deshalb, liebe Freunde, wir können durchaus mit Selbstbewusstsein auf unsere Politik schauen. Dieses Selbstbewusstsein brauchen wir auch und gerade für die Zukunft. Und wenn wir über Zukunft reden, will ich noch zwei Bemerkungen hinzufügen. Annegret, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du ein klares Plädoyer gemacht hast für den Verbrenner. Also für eine offene Technologie. Meine Damen und Herren, wir haben einen politischen Mitbewerber, der, wie so schön heißt, einen Flow hat. Die hatten gerade am Wochenende einen Parteitag. Und die Menschen dürfen und müssen von uns erwarten, dass wir deutlich machen, wo der Unterschied liegt. Wir müssen Politik so gestalten, dass jeder erkennt, was wir wollen und was andere wollen. Und wenn wir über so etwas reden, dann reden wir darüber, dass es uns nicht nur darum gehen kann, die CO2-Belastung zu senken. Das ist auch richtig. Aber viel wichtiger ist, dass wir zwei Dinge gleichzeitig hinbekommen. Wir wollen Klimaschutz, wir wollen aber auch den Erhalt unseres Wohlstandes. Ohne Erhalt des Wohlstandes ist der Klimaschutz relativ schnell zu Ende. Ohne Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, ohne Erhalt unserer Arbeitsplätze wird der deutsche Weg kein Exportschlager. Klimaschutz ist global. Und wenn wir wollen, dass andere Menschen uns folgen und andere Länder, dann muss es uns gelingen, dass wir eben die Menschheit hier nicht zu Verzicht auffordern und versuchen, mit Gesetzen eine veränderte Welt herzustellen, sondern wir setzen auf Innovation, wir setzen auf Markt, wir setzen auf Technologie und wir setzen auch auf offene Technologie. Und deshalb ist eine unserer Antworten, wer heute fordert, 2030, 2028 keine Verbrenner mehr, setzt die Zukunftsfähigkeit dieses Landes aufs Spiel. Das wollen wir nicht. Und das dürfen wir und müssen wir gelegentlich auch mal sagen, liebe Freunde. Ein dritter Punkt. In diesem Land passiert etwas, was uns mit Sorge erfüllt.
Die politischen Debatten, die mediale Berichterstattung konzentrieren sich immer mehr auf die urbanen Zentren. Dort, wo die U-Bahn ist, dort, wo die S-Bahn ist, wo alle 3 Minuten ein Bus vorbeikommt, wo es sowieso schon alles gibt. Die ländlichen Räume haben gelegentlich den Eindruck, dass sie vergessen werden. Und ich kann nur anmahnen, auch für die Bundesregierung. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir ein gemeinsames Programm aufstellen. Es kann nicht so sein, dass die in der Stadt für die Windkrafträder sind, wo es keine einzige Windkraft gibt, die im Land die Windkrafträder haben, dass wir von Nahverkehrverbesserung reden, wofür ich bin. Aber es wird in weiten Teilen dieses Landes auch in 20 oder 30 Jahren weder eine U-Bahn noch eine S-Bahn geben. Die Krankenschwester, die bei mir arbeitet, 40 Kilometer vom Klinikum weg, und die arbeitet im Schichtdienst, die braucht auch in Zukunft ihr Auto. Und wenn wir ihr erklären, es gibt irgendeine Idee, wie ich das mit dem öffentlichen Nahverkehr machen soll, mal unabhängig davon, dass wir 30 Jahre brauchen, bis wir irgendeine neue Bahnlinie haben, dann wird sie sagen, pass auf, das ist nicht meine Vorstellung. Es ist weder attraktiv und es ist vor allen Dingen eines. Und das ist mir wichtig, und das ist die Brücke zu Leipzig. Wir haben den Vormittag gehört, das großartige Werk der Freiheit, auch und gerade hier. Individuelle Mobilität ist ein Kernstück individueller Freiheit. Und das muss unser Panier sein. Wir möchten den Menschen auch beim Verkehr, auch bei der Art, wie sie leben, nicht diese individuelle Freiheit nehmen. Ich setze auf eine Zukunft mit dem Auto und nicht gegen das Auto. Ein Auto, das sparsam ist, das Energie sparsam gebaut wird, möglichst keinen Ausstoß hat und in dem die Menschen selbst entscheiden, wie sie leben wollen. Die Union war immer die Partei, die Chancen eingeräumt hat, und die Grünen sind die Partei, die im Regel den Menschen vorschreibt, wie sie leben wollen. Wenn uns das klar wird, liebe Freunde, dann lasst uns gelegentlich darüber reden. Und deshalb ist meine Bitte, liebe Annegret, du hast Bilanz gezogen für ein Jahr und du hast nach vorne geblickt. Das Jahr war nicht einfach. Und es bleibt Herausforderung. Das, was uns Allensbach ins Buch geschrieben hat, ist ein Menetekel. Eine Partei, die Deutschland politisch führen will und nach meiner Überzeugung politisch führen muss. Die Deutschlands starke Mitte ist. Sie muss viel stärker das Vertrauen der Bürger wieder gewinnen. Nur wenn wir das gewinnen, haben wir die politische Handlungskraft, unser Land in eine gute Zukunft zu führen. Und deshalb, dieser Parteitag ist eine sehr gute Chance. Und lassen Sie mich zum Schluss die Bemerkung machen, wer die eigene Politik nicht schätzt, der darf sich nicht wundern, dass die Bevölkerung die Politik auch nicht verreisen findet. Wer als zerstrittener Haufen daherkommt, wird auch keine vertrauensvolle Zukunft haben. Und deshalb nehmen wir diesen Parteitag zum einen als selbstbewusste Partei, nehmen wir diesen Parteitag als eine Partei, die geschlossen auftritt. Und liebe Freunde, wenn es irgend geht, am besten ist es, wenn man seine Ideen, wenn man seine Überzeugungen gelegentlich auch mit Fröhlichkeit vorträgt. Die Zukunft ist nicht schwarz und nicht weiß. Aber wenn wir als Union daherkommen und sagen, wir haben eine gute Idee, wir freuen uns darüber, dass wir die Chance haben, politisch zu gestalten. Und wenn immer es geht, sind wir dabei noch fröhlich. In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen Parteitag. Vielen Dank, Volker Bouffier. Als Nächste spricht aus Baden-Württemberg Gudrun Heute-Blum. Danach Jens Spahn. Frau Bundeskanzlerin, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, liebe Freunde. Sie werden sich wundern, warum ich als Zweite hier reden darf. Ich darf das deswegen, weil wir ein modernes Abstimmungssystem eingeführt haben und ich tatsächlich gleich versucht habe, meine Wortmeldung, die mir am Herzen liegt, auf diese Weise euch auch sehr früh zu präsentieren. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass das so schnell geht, aber es funktioniert, können wir sagen. Und so kann ich, um das gleich aufzugreifen, auch mit fröhlichem Sinn, glaube ich, auch sagen, es wird auch manch anderes funktionieren, wenn wir Vertrauen darauf haben und wenn wir einfach mal anfangen, es auszuprobieren. Warum bin ich hierher gekommen? Eigentlich natürlich wegen was anderem, nicht wegen dem Abstimmungsverfahren, sondern weil ich einmal deutlich machen wollte, dass ich im vergangenen Sommer gedacht habe, jetzt sind wir dabei angekommen, wo ich mir gewünscht habe, dass die CDU ankommt, und zwar vor 25 Jahren gewünscht habe, als ich in sie eingetreten bin. Ursula von der Leyen hat vorhin gesagt,
Die anderen haben immer viel geredet. Wir haben gehandelt. Es hat sie auf einige Punkte genau ausgeführt. Ich wollte das anhand des Themas Klimaschutz benennen. 1984 hat die grüne Charta Südbaden noch niemand wahrgenommen. Hätten wir als Partei in all den vielen Jahren uns daran orientiert, dann hätten wir fast 1:1 das diesjährige Klimaschutzprojekt auch voranbringen können. Und vor allen Dingen hätten wir es nicht für notwendig gehabt, uns immer wieder mit den Grünen über deren vermeintliche bessere Strategie auseinanderzusetzen. Denn das war damals schon der Versuch und der Ausblick darauf, dass Ökologie als Wesenskern unseres konservativen Wertebewusstseins genauso wichtig ist, aber vor allen Dingen vereint werden kann mit ökonomischer Vernunft. Das hat mich in die CDU gebracht und ich wollte handeln dabei und das hat mich deswegen in die Kommunalpolitik gebracht. Ich war fast 20 Jahre Oberbürgermeisterin in Lörrach und habe das Thema Umweltschutz und Klimaschutz dort mit relativ hohen Mehrheiten voranbringen können. Und deswegen war ich in diesem Sommer stolz und eigentlich auch irgendwie erleichtert, dass wir dieses nun hingekriegt haben, zielstrebig und transparent dieses Thema aufzuarbeiten. Und ich bin auch an die Jungen sehr dankbar, der das für uns auch aus dem Verband Südbaden auch vorangebracht hat und dass er den Auftrag bekam, von der Parteivorsitzenden dieses zu tun. Es zielstrebig heißt, wir haben einen Werkstattgespräch gehabt mit sehr vielen, sehr widerstreitenden und sehr unterschiedlichen Interessen. Wir haben daraufhin einen Bundesvorstandsbeschluss gefasst, der auf ganz große Resonanz stieß. Und das alles hat Eingang gefunden in das Klimapaket der Bundesregierung. Und so muss es sein. Wir arbeiten mit vielen Stimmen an einem neuen Konzept. Wir beschließen dieses Konzept gemeinsam, wir sind stolz darauf und wir können das auch in die Regierung einbringen. Natürlich nicht vollständig. Und das war eben schon die Rede vom Thema Kompromiss. Auch hier gibt es Kompromisse. Der eine Kompromiss muss sein, weil man den Menschen zunächst mal das Thema CO2-Bepreisung nahebringen will. Da geht uns vielleicht nicht manches schnell genug. Der andere Kompromiss ist sein, manches Thema noch einmal zurückzustellen, weil wir das mit der SPD jetzt nicht machen können. Ja, wir können manches im Klimaschutz mit der SPD nicht machen. Wir können kein vernünftiges Steuersystem aufsetzen in dieser Koalition. Wir werden das für die Zukunft machen können. Aber was mir ganz wichtig war, wir reden nicht einfach nur über Klimanotstand oder beschwören ihn, sondern wir haben ökonomisch vernünftige Projekte zusammengefasst und diese auf den Weg gebracht und dabei den Blick für das Machbare nicht verloren. Das ist das, was Klimaschutz in unserer Partei bedeutet und das trägt viel weiter, als nur darüber zu reden und es nachher nicht umsetzen zu können. Mir hat mal eine grüne Gemeinderätin gesagt, mit Ihnen können wir durchaus zufrieden sein. Wir brauchen nicht unbedingt einen grünen Bürgermeister, weil wenn Sie zu etwas stehen und wenn Sie sagen, das ist vernünftig, dann machen Sie das auch. Und so haben wir mit breiten Mehrheiten viele Dinge zustande gebracht. Das wünsche ich uns auch und ich kann nur sagen, ja, lass es uns mit Zuversicht tun, wo es geht, auch mit Freude. Aber vor allen Dingen, und das war mir wichtig, ohne einen Streit zu produzieren, den andere irgendwie geschafft haben, jetzt hinter sich zu lassen. Und ich bin froh und hoffe sehr, dass von diesem Parteitag das Signal ausgeht, dass wir dem Vorstand, dem Bundesvorstand, aber vor allen Dingen unserer Vorsitzenden das auch zutrauen, die Partei in dieses nächste Jahr zu führen und dann auch einiges von dem umzusetzen, das, was man noch umsetzen kann in dieser Koalition. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank, Frau Holze-Blum. Als nächster spricht der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Danach Julia Klöckner. Liebe Freundinnen und Freunde, Zusammenhalt, Mut und Führung. Das ist unser Erfolgsrezept für die 20er Jahre. Und die 20er Jahre, das ist keine ferne Zukunft. Die 20er Jahre, die fangen in 6 Wochen an. Ohne Zusammenhalt verzwergen wir. Keine Gruppe, keine Vereinigung, keine Schwesterpartei ist allein so stark wie eine Union, die zusammensteht. Und uns alle hier hat der Streit zwischen CDU und CSU geschmerzt. Ja, manchmal auch fassungslos gemacht. Und liebe Annegret, du und Markus, ihr habt uns wieder zusammengeführt. Dafür sind wir euch dankbar, denn diese Einheit der Union ist die Voraussetzung dafür, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Und ja, lasst uns streiten, dass es kracht. Aber über Inhalte
und so, dass wir uns anschließend noch in die Augen schauen können. Es tut uns gut, dass unsere Vereinigung, dass die Junge Union etwa und Tilman Kuban uns antreiben, Debatten auch konsequent zu führen, offen und leidenschaftlich. Diese Mischung aus Leidenschaft und Disziplin macht uns Christdemokraten aus. Die unterscheidet uns auch. Wir sind eine Union, der politische Gegner steht außerhalb. Ob heute hier in Leipzig, auf Twitter oder in der Zeitung. Die Bürgerinnen und Bürger schauen genau, wie wir miteinander umgehen. Also ja, in der Sache manchmal hart ringen, aber in Wort und Stil immer so, dass wir dabei zusammenbleiben, dass wir Zusammenhalt zeigen. Darum geht's und so gewinnen wir dann auch Vertrauen gemeinsam zurück, liebe Freundinnen und Freunde. Und ja, Mut erfordert diese Zeit auch, weil Wandel nie einfach ist. Wir alle spüren diese Ambivalenz. Uns allen schlagen zwei Herzen in der Brust. Wir schätzen deine Verdienste, liebe Angela. Du hast unser Land durch viele Krisen geführt. Wir sind dir dankbar für die guten Jahre unter deiner Kanzlerschaft. Gleichzeitig spüren wir alle, die Zeit für den Aufbruch ist da. Ich weiß, dass du es genauso siehst. Unsere Partei muss wieder einmal laufen lernen. Das gilt auch für unser Verhältnis zur SPD. Regierung ist Regierung und Partei ist Partei. Mir ist egal, was die SPD macht. Wir machen jedenfalls das Beste daraus. Das heißt, nicht am Gestern oder am Heute abarbeiten. Wir brauchen jetzt neue Ideen für das neue Jahrzehnt, für die 20er Jahre. Wie wir Digitalweltmeister werden. Wie wir Migration begrenzen, Integration fördern und den Zusammenhalt der Nation stärken. Wie wir gute Pflege in einem schnell alternden Land sichern. Wie wir die Bahn vom Kopf auf die Füße stellen, wie wir Mobilität neu denken. Um diese und andere Ideen, darum geht's. Es ist unsere Aufgabe, hier Führung zu zeigen. Gerade in einer Zeit, wo bei Sozialstaat, Migration und Klima andere den Notstand ausrufen und Panik verbreiten. In einer solchen Zeit müssen wir als Union Orientierung geben, unaufgeregt und klar. Wie wollen wir in 10, in 20 Jahren leben? Wie bleibt Deutschland stark? Und Friedrich, du hast absolut recht. Wir brauchen eine Agenda für die Fleißigen. Wer morgens motiviert aufsteht und anpackt, wer Unternehmen gründet und Arbeitsplätze schafft, der dient unserer Gesellschaft in allerbester Weise. Der hat unsere Unterstützung verdient. Keine neuen Steuern, keine höheren Abgaben, keine zusätzliche Bürokratie. Steuern runter statt rauf, Freiraum statt Bürokratie. Über solche Ideen wollen und müssen wir ringen. Und lasst uns diese Debatten immer ohne Scheuklappen führen, weil es in der Politik immer um Alternativen geht. Die Wahrheit ist, jeder von uns hat schon eine Menge an Alternativen zu unserer Politik ins Gesicht gesagt bekommen. Im Wahlkreis, am Stammtisch, von Unternehmern oder Wissenschaftlern, von Lehrern, Hebammen oder Polizisten. Wir gewinnen, wenn wir Alternativen ernst nehmen und sie auch ausdiskutieren. Leider haben wir zu oft Themen lediglich andiskutiert und dann liegen gelassen. Dieses "man müsste mal" ist verheerend. Das nehmen uns die Bürgerinnen und Bürger übel. Es geht doch. Wir haben hier auf diesem CDU-Parteitag vor einem Jahr beschlossen, Betriebsrentner bei den Krankenkassen zu entlasten. Und die Entlastung für die Betriebsrenten kommt zum 01.01.2020. Wir haben hier auf diesem Parteitag nach intensiver Debatte beschlossen, endlich alle Kinder vor Masern zu schützen, weil es richtig ist, trotz Widerstand. Und auch dieser Kinderschutz, die verpflichtende Impfung für Kitas und Schulen, kommt zum 1. März, weil wir die Masern auf der Welt und in Deutschland ausrotten wollen und weil die Kinder Liebe brauchen. Ja, aber sie brauchen auch Gesundheit. Um den Schutz der Jüngsten geht es dabei. Und deswegen haben wir diesen Beschluss umgesetzt. Also debattieren, entscheiden und dann umsetzen. Es geht. Und wenn dafür Gesetze oder Verordnungen geändert werden müssen, dann ist das eben so, dann tun wir es. Liebe Freunde und Freunde, in einer Welt im Umbruch braucht es ein starkes Land, ein starkes Deutschland. Und das gibt es nur mit einer starken CDU.
Wir müssen nicht alles ändern, aber wir müssen vieles besser machen. Debattieren, entscheiden, umsetzen. Unideologisch, alltagstauglich und konkret. Das ist CDU. Und so schaffen wir auch wieder 40%. Mit Führung, mit Mut und mit Zusammenhalt. Vielen Dank, Jens Spahn. Als nächstes hat die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner das Wort. Danach Carsten Linnemann. Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Parteivorsitzende. Wenn wir uns das Motto anschauen, Deutschlands starke Mitte, da kamen Fragen auf, auch von Journalisten. Starke Mitte bei unter 30% Umfragen. Ich kann Ihnen sagen, ja, genau deshalb müssen wir die starke Mitte sein, weil wir nicht weiter und nicht länger die Diskussionen der Extremen in unserer Partei, aber vor allen Dingen außerhalb der Partei führen dürfen. Und es geht darum, liebe Freunde, dass wir Debatten wieder so führen, dass wir nicht auf Radikalität setzen, dass Radikalität kein Argument ersetzt und dass auch nicht die Quantität von Unterschriftenlisten die Qualität eines Argumentes ersetzt. Und wie laufen denn die Debatten aktuell, auch in den sogenannten sozialen Medien? Wie laufen sie denn in unserer Gesellschaft? Lautstärke wird als Stärke wahrgenommen und der Kompromiss und der Ausgleich als Schwäche. Ich halte das für hochproblematisch, denn eines ist klar, ganz rechts und ganz links sind sich nicht nur ähnlich, sie arbeiten mit den ganz gleichen und genau den gleichen Mechanismen. Sie setzen auf Apokalypse, sie setzen auf Ängste. Ängste lähmen das Volk, Ängste lähmen das Land und sie sind nicht zukunftsfähig. Und insofern, liebe Freunde, ist für mich auch der Ausspruch von sogenannten Aktivisten, Extinction Rebellion, mit dem Hinweis, der Klimawandel ist größer als die Demokratie. Mich hat eher erschrocken, dass es hier keinen Aufschrei gab, zu sagen, der Klimawandel ist größer als die Demokratie. Das, was größer sein will als die Demokratie, das gefährdet die Demokratie, denn die Demokratie ermöglicht es erst, das zu sagen, was man denkt und darüber nachzudenken, wie man in Zukunft auch eine gute Umwelt-, Klimapolitik, aber auch eine Gesellschaftspolitik auch gestalten kann. Und insofern meine ich, dass wir uns stärker einmischen müssen von allen Seiten unserer Partei, wenn extremistische Positionen, die auch Weltuntergangsszenarien an die Wand malen, wenn die unsere Leute in Angst und Sorge versetzen. Und das sage ich auch deshalb, weil Sie an vielen Stellen auch mitbekommen, dass zu Recht unsere Bauern auf die Straße gehen. Sie gehen deshalb auf die Straße, weil sie auch vielen Stereotypen ausgesetzt sind, die NGOs an die Wand malen. Sie sprechen von der Landwirtschaft pauschal als Tierquäler, pauschal als Umweltverschmutzer und selber will man leben wie bisher. Man formuliert Erwartungen an die Landwirtschaft, aber ist selber nicht bereit, mehr auszugeben für das, was man selbst von anderen erwartet. Und aus diesem Grunde meine ich, sollten wir benennen, sollten wir es nicht denen Berufsschwarzmalern überlassen, die Entwicklungen in unserer Gesellschaft schlecht reden. Und insofern sage ich auch, ja, wenn wir Verbraucherinnen und Verbraucher mehr Tierwohl, mehr Umweltschutz, mehr Klimaschutz haben möchten, mehr Nachhaltigkeit in der Produktion, dann müssen wir selber auch bereit sein, das zu kaufen und nicht sonntags davon zu reden und samstags und auch von montags bis samstags anders einzukaufen. Denn am Ende wird es nicht funktionieren, wenn wir von Landwirten mehr verlangen, aber selber nur bereit sind, für Handys mehr auszugeben, aber nicht für unsere Nahrungsmittel. Und darum wird es am Ende meiner Meinung nach gehen, dass wir uns alle in einem Boot verstehen. Und in einem Boot zu verstehen, bedeutet auch,
nicht von einem Extrem ins andere zu fallen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat es richtig gesagt. Wir haben andere Erwartungen der Gesellschaft an unsere Produktion, an unsere Landwirtschaft, an mehr Tierwohl. Aber wir müssen das gemeinsam schaffen und können Landwirte dabei nicht alleine lassen. Und unsere Antwort ist ganz klar. Förderung, Forschung, Augenmaß und Begleitung. Wenn aber die Grünen-Fraktionsvorsitzende sagt, im Deutschen Bundestag, die Bauern verseuchen unser Land, dann sage ich nein, die Bauern ernähren unser Land. Wir muten auch als Politik einiges diesem Berufsstand und anderen Berufsständen zu. Aber nur so kommen wir aus einer Rechtfertigungszone hinaus und wir werden und müssen es schaffen, für eine Weltbevölkerung, die bis zum Jahre 2050 um 2 Milliarden mehr Menschen wachsen wird. Eine Weltbevölkerung, die heute rund 200 Millionen hungernde Menschen hat. Eine Weltbevölkerung, wo 2 Milliarden Menschen unterernährt sind. Diese Weltbevölkerung wollen wir satt bekommen und wir werden sie nicht satt kriegen mit einem Teilausstieg aus der Landwirtschaft, sondern mit einer modernen Landwirtschaft, die Erträge sichert, aber zugleich auch nachhaltig ist, liebe Freunde. Und dazu brauchen wir auch eine offene Debatte über neue Züchtungsmethoden. Und es ist arrogant, und ich sage es nochmal in Richtung Grünen, auf der einen Seite Ertragssicherung zu wollen, auf der anderen Seite klimastabile Pflanzen haben zu wollen und dann noch weniger Pflanzenschutzmittel haben zu wollen, aber dann alles andere als moralisch nicht anspruchsvoll abzutun, was über neue Forschungen und Pflanzenzüchtungen auch nachdenkt. Und deshalb fordere ich uns auch auf als Union, offen zu sein für die Forschung in den Bereichen, die unsere Lebensgrundlage sind für unser Land. Und deshalb zum Abschluss. Ich will allen danken. Ich weiß, heute sind auch Waldbauern da. Und wenn wir über den Klimaschutz und Klimawandel reden, dann reden wir auch über die grüne Lunge, unseren Wald. Und unserem Wald geht es schlecht und gerade, wenn wir hier in den neuen Bundesländern sind, das hat fatale Auswirkungen. Aber ich rufe auch all denen zu, die es jetzt besser wissen als all die, die über Generationen den Wald bewirtschaftet haben. Die, die glauben, wir sollen den Wald sich selbst überlassen und der Mensch soll sich zurückziehen, der argumentiert auf Kosten der kommenden Generation. Denn jeder Baum, der jetzt nicht nachgepflanzt wird, der wird für unsere Kinder und Kindeskinder fehlen. Und das ist eine Versündigung an der kommenden Generation. Und Dankeschön an allen, die sich hier beteiligen. Wir werden heute Nachmittag oder gegen Abend wahrscheinlich noch über einen Antrag auch sprechen. Da geht es um den Wald, da geht es um die Landwirtschaft. Aber es geht um das Miteinander. Auch wir sind Volkspartei. Wir müssen Konsument und Produzent zusammendenken. Und wir müssen uns selbst fragen, was wir tun können für ein Leben, das ja nicht nur den anderen die Aufgaben stellt, etwas zu tun für eine nachhaltige Zukunft. Aber ich will zum Schluss noch etwas sagen, Stichwort auch Frauen. Da sind viele Frauen heute von uns gefragt worden. Beerdigt heute die Union die Frauenförderung? Ich kann Ihnen sagen, auch die hämischen Kommentare der SPD. Wir in der Union müssen uns nicht sagen lassen, was Frauenförderung ist. Wenn ich mir die SPD anschaue, dann sind Frauen bei der Castingagentur SPD, bei dem Casting rund um die Parteispitze, da sind Frauen nur noch degradiert worden zu Platzhaltern. Wenn ein Mann kandidieren wollte bei der SPD, hat er eine Frau gebraucht, egal wie sie heißt. Bei uns haben Frauen Namen und bei uns müssen Frauen keine Männer haben, um zu kandidieren. Und das will ich deutlich machen. Wir haben gesehen, Herr Scholz wollte kandidieren. Er hat eine Frau gesucht, er hat eine gefunden, also durfte er kandidieren. Herr Borjans wollte kandidieren, er hat eine Frau gesucht, er hat sie gefunden, er durfte kandidieren. Herr Klingbeil wollte kandidieren, er hat eine Frau gesucht, er hat keine gefunden, er durfte nicht kandidieren. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir es anders machen. Und wir machen es so, dass am Ende mehr Frauen auch in die Parlamente kommen müssen. Und deshalb sage ich, liebe Männer, wir brauchen euch, aber ihr braucht auch uns. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Julia Klöckner. Als nächster Carsten Linnemann und danach Friedrich Merz. Vielen Dank, Oliver.
Liebe Delegierte, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen uns ehrlich machen. In der Wählergunst ist unsere Partei nicht mehr so erfolgreich wie in den letzten Jahren zuvor. Wir sind abgerutscht von über 40% auf jetzt 25-27%. Und eine Partei, die für sich selbst den Anspruch erhebt, Volkspartei zu sein, für so eine Partei ist das zu wenig. Und was mich freut, dass wir uns einig sind. Das, was die Menschen von uns vermissen, sind Standpunkte, Haltung, Meinung, Überzeugung. Und genau das, liebe Annegret, hast du angesprochen. Und genau dort müssen wir ansetzen und auch liefern. Und kommt keiner an, dass wir irgendwie Rücksicht nehmen müssen auf Wahlen. Wir haben im nächsten Jahr kaum Wahlen. Wir können jetzt arbeiten an einer unverwechselbaren Erkennungsmelodie, wofür die Union steht und wofür nicht. Und unsere DNA ist dabei entscheidend. Und dieses zu versehen mit konkreten Beispielen, das ist die Aufgabe der nächsten Monate. Und lasst mich 3, 4 Beispiele nennen. Erstens, unsere DNA. Frau Kramp-Karrenbauer auf den Punkt gebracht. Ludwig Erhard ist nicht nur unser Mann. Er hat dieses Land geprägt wie kein anderer. Wir sind eine Partei, Ludwig Erhards, eine Partei der sozialen Marktwirtschaft. Und da sind 2 Dinge wichtig. Erstens, wir müssen für die schweigende Mehrheit dieses Landes da sein. Nicht immer nur für diejenigen, die laut schreien und die Mehrheit denkt, sie seien eigentlich in der Minderheit. Nein, die schweigende Mehrheit sind diejenigen, die um ihr Tun kein Aufheben machen, die sich an Gesetz und Recht halten. Die müssen wir, und da bleibe ich bei, entlasten. Und ich empfehle, zumindest ist das die Meinung der Mittelstandsunion, die volle Konzentration auf die Abflachung des Mittelstandsbauches, weil das ist ungerecht für die Geringverdiener in diesem Lande. Die werden überproportional dadurch belastet. Auf der anderen Seite geht es um die Wettbewerbspolitik unserer deutschen Wirtschaft, um die Wettbewerbspolitik, um die Wettbewerbsrahmenbedingungen des Mittelstandes, des Handwerks, der Landwirtschaft. Darum geht's. Und wir reden in diesen Tagen viel über China. Ich kann dazu nur sagen, wir müssen nicht chinesischer werden in Deutschland. Wir müssen wettbewerbsfähiger werden. Dafür brauchen wir erstens eine umfassende Unternehmenssteuerreform. Wir brauchen zweitens eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes. Keine Ausdehnung, eine Modernisierung im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und drittens müssen wir für ein und alle Male, und da darf es auch keinen Pardon geben, für alle den Soli abschaffen, und auch da muss die Partei stehen. Das zweite Beispiel. Auch das fand ich eben ehrlich. Rechtsstaat. Unsere Partei steht für Recht und Ordnung, wie keine Partei in diesem Lande. Und hier, und auch da müssen wir uns ehrlich machen, haben wir in den letzten Jahren Vertrauen verspielt. Und lasst uns nicht einreden, was manche versuchen. Ja, die Union will jetzt einen Rechtsruck oder sowas. Nein, wir wollen hier im Saal keinen Rechtsruck. Wir wollen Rechtsstaatlichkeit, das ist Recht und Ordnung. Darauf kommt es an. Und lasst uns Nordrhein-Westfalen. Ich habe den Blick natürlich sehr stark auf Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es ein Prinzip. Und das wird dort gelebt von der Landesregierung. Dieses Prinzip heißt Null-Toleranz-Politik. Und genau das brauchen wir in der Innenpolitik. Und das muss ausgerollt werden in diesem Lande. Das dritte Beispiel, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ich meine, wir erleben es doch alle. Die Gesellschaft ist polarisiert. Viele Menschen erkundigen sich nur noch dort, wo die eigene Meinung in den sozialen Medien wiedergespiegelt wird. Es ist unglaublich schwierig, überhaupt noch eine Argumentationskette, These, Antithese, Synthese, überhaupt noch in die Debatte zu kommen. Und in dieser Situation kommt es doch auf die Union an, dass wir diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt sicherstellen. Darauf kommt es doch an. Wir sind doch die Partei, die keinen Keil zwischen Land und Stadtbevölkerung treibt. Wir sind doch die Partei, die genau weiß, wie wichtig Identität für die Menschen in diesem Lande sind.
Wir sind doch die Partei, die genau weiß, wie wichtig ein Wertefundament ist. Und lassen Sie es mich konkret machen. Ich bin froh. Nehmen wir mal das Beispiel Integration, das wir monatelang diskutiert haben, aber morgen eine Entscheidung treffen werden. Beim Thema Integration hatten wir lange die Debatte über die Frage, wie gehen wir mit jungen Menschen um, die der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind, um in die Schule zu kommen. Die dürfen wir nicht ausschließen von der Grundschule, sondern müssen sie fördern. Und deswegen ist die Vorschulpflicht für diejenigen, die wir unterstützen wollen, richtig. Und deswegen hat sich die Debatte gelohnt, auch wenn es ein Shitstorm war, auch wenn wir im Gegenwind standen. Da müssen wir zu stehen. Wenn wir eine Debatte haben, müssen wir dazu stehen, was wir wollen. Sie durchstehen die Debatte und am Ende auch etwas beschließen, damit wir weiterkommen. Das ist CDU-Politik und darauf muss es ankommen. Übrigens gilt das auch, liebe Annegret, völlig richtig für das verpflichtende Gesellschaftsjahr. Ich höre nur, das geht nicht, weil und im Grundgesetz gibt es Probleme und da. Und lasst uns doch erstmal als Partei sagen, finden wir das richtig mit dem verpflichtenden Gesellschaftsjahr, ja oder nein? Und wenn wir entschieden haben, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie setzen wir das um? Aber wenn ich höre, dass wir 80 Juristen haben in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, werden die bestimmt in der Lage sein, das umzusetzen. Und ich finde, es schadet den jungen Menschen in dieser Zeit überhaupt nicht, in die Mitte der Gesellschaft zu gehen. Stichwort Sozialkompetenz, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, auch mal ein Zeichen zu setzen gegen diese Ego-Gesellschaft, die es zuweilen gibt, auch ein Zeichen zu setzen gegen die soziale Kälte. Und deshalb finde ich das Gesellschaftsjahr richtig und ich werbe dafür, dass wir das auf diesem Bundesparteitag auch verabschieden. Und als letzten Punkt, wir sind die Partei, ja, die konservativ ist. Was heißt konservativ? Konservativ heißt an bewährtem Festhalten und offen sein für Neues. Sich jeden Tag die Frage stellen, was müssen wir machen, damit wir besser werden. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir die Partei der Offenheit sind. Dass wir dafür sorgen, dass wir ein Land sind, wo man etwas ausprobieren kann. Wo nicht gleich gesagt wird, geht nicht. Warum schaffen wir nicht mal als Beispiel eine Pilotstadt in Deutschland, wo man alles ausprobieren kann. Umgang mit Daten, autonomes Fahren, was es da nicht alles gibt, neue Technologien. Wir können ja auch mal für junge Start-ups dafür sorgen, dass sie in den ersten 2 Jahren kaum Bürokratie haben. Und wenn wir sehen, nach 2 Jahren geht die Welt nicht kaputt, dann rollen wir es auch mal aus für den gesamten Mittelstand in Deutschland. So kommen wir voran, mit Offenheit, mit Mut, mit Risiko und nicht anders. Dazu zählt auch das Thema Technologieoffenheit. Ja, wir haben hier entschieden. Wir steigen aus der Kernkraft. Wir steigen aus der Kohle. Die Grünen wollen raus aus dem Verbrennungsmotor. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Wir müssen die Partei sein, die auch mal darüber nachdenkt, wo steigen wir ein. Und wir können nur einsteigen, wenn wir technologieoffen sind. Und das gilt übrigens auch für die Automobilindustrie. Ja? Wir haben keinen Dieselskandal in Deutschland. Da hat Friedrich Merz völlig recht. Und wir sind dabei, den Diesel kaputt zu machen. Eine Technologie, wo wir führend sind. Wir haben keinen Dieselskandal in Deutschland, sondern einen Betrugsskandal. Aber wir dürfen jetzt nicht den gleichen Fehler machen, den wir beim Diesel machen, jetzt bei der Antriebstechnik, dass wir nur noch auf Elektro setzen und nur noch auf Batterie. Das ist ein großer Fehler, wenn wir das machen. Sondern wir müssen offen sein für alle Technologien. Für Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe und vieles mehr. Und wenn wir dann noch, und das ist der allerletzte Punkt, es schaffen, und da bin ich Jens Spahn dankbar, wir kommen jetzt in die 20er Jahre. Wenn wir schaffen, eine Vision als Union für die Zukunft dieses Landes zu entwickeln. Macron hat das geschafft mit seiner neuen Europa-Idee. Sebastian Kurz hat das geschafft und hat gezeigt, dass Volkspartei noch funktioniert. Und diesen Anspruch müssen wir auch erheben. Es war die Generation meiner Eltern und Großeltern, die nach dem Krieg zusammengestanden haben und das Wirtschaftswunder vollbracht haben. Und wir können das heute auch. Wir können auch eine Vision formulieren. Das müssen wir erarbeiten, ob wir zu den lebenswertesten Ländern der Welt gehören wollen, zu den innovativsten. Wollen wir ein Forschungsparadies, wo jeder zu uns kommt? Über diese Vision müssen wir auch in den nächsten 10, 12 Monaten reden. Und das sind alles nur Ideen. Und sie sind alle nicht perfekt. Aber ich finde, wir sollten jetzt alle über diese Ideen streiten. Und jeder ist auch eingeladen. Und ich finde das auch richtig, dass wir das in Fairness machen. Unsere Partei ist breit aufgestellt. Wir haben 3 Wurzeln. Die soziale, die liberale und die konservative. Und das verbindende Element ist das christliche.
Und deswegen lasst uns das gemeinsam machen, mit Respekt vor der anderen Meinung. Und wenn am Ende des Tages ein Deutschlandplan steht, ein Deutschlandplan für die 20er Jahre, dann ist mir nicht bange, dass wir die Zukunft gewinnen werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Carsten Lindemann. Als nächster spricht Friedrich Merz. Herr Parteitagspräsident, liebe Annegret, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unsere Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat heute Morgen eine kämpferische und eine mutige und nach vorn zeigende Rede gehalten. Und dafür sind wir ihr alle wirklich richtig dankbar. Da haben auch kritische Töne nicht gefehlt. Und ich habe auch vor 3 Wochen das Erscheinungsbild der Bundesregierung scharf kritisiert. Ich habe dafür viel Zustimmung bekommen, aber auch manches an Kritik. Die Kritik, die mich am meisten nicht nur erreicht, sondern auch getroffen hat, war: Jetzt werdet ihr wie die SPD. Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, wir werden nicht wie die SPD. Wir dürfen auch nicht wie die SPD werden. Die SPD wählt in der nächsten Woche ihren neuen ehemaligen Parteivorsitzenden. Der einzige Unterschied ist, in der langen Ahnengalerie der Vorsitzenden kommt nicht ein Bild, sondern 2. Alles andere wird bei dieser Partei so weitergehen. Sie wählen und am Montag drauf geht die Kritik am neu gewählten Vorsitzenden und seiner Co-Vorsitzenden wieder los. Das ist der Unterschied zwischen uns und den Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal. Und wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung, die wir seit über 50 Jahren tragen. Und das waren gute Jahre für Deutschland. Wir haben hier in Leipzig im Jahr 2003, und darauf ist hingewiesen worden, schon einmal einen Parteitag gehabt. Ja, wir waren in der Opposition und haben ein mutiges Programm entwickelt. Ich habe damals auch hier gestanden und gesprochen. Und mir ist während meiner Rede das Beispiel mit dem Bierdeckel eingefallen. Das begleitet mich jetzt seit 16 Jahren. Es gibt schlimmere Schicksale, als von einem Bierdeckel begleitet zu werden. Aber ich stelle mir die Frage, warum ist eigentlich dieser Bierdeckel immer noch so populär? Ich habe eine Vermutung, nicht die Assoziation, die viele von Ihnen vielleicht haben, sondern ich habe eine Vermutung. Ich vermute, dass die Menschen, die das gut fanden, gesagt haben, da bringt mal jemand auf einen einfachen, verständlichen Nenner, was wir in einer komplexen Welt politisch wollen. Es war das Symbol für etwas Verständliches, für etwas Einfaches. Und wenn wir heute feststellen, liebe Freundinnen und Freunde, dass Vertrauen schwindet in die Institutionen und in die politischen Parteien, und diese Umfrage der letzten Woche ist hier ja schon 2-3 Mal zitiert worden, dann ist meine Antwort, wir müssen wieder die Fähigkeit besitzen, zu erklären, nicht zu simplifizieren, aber auf einen einfachen, verständlichen Nenner zu bringen, wo wir heute stehen, wo wir hinwollen und wie der Weg dorthin geht. Einfach und verständlich in einer komplexer und schwieriger werdenden Welt. Und ich sehe aus meiner Sicht 2 große Themen, die uns dazu geradezu einladen und verpflichten als christlich-demokratische Union. Das erste ist das Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Diese Welt wird risikoreicher,
schwieriger, komplexer. Die NATO steht auf dem Prüfstand. Und ich will auch an dieser Stelle noch einmal sagen, ich bin unserer Parteivorsitzenden in ihrer Eigenschaft als Verteidigungsministerin ausgesprochen dankbar, dass sie den Mut gehabt hat, erste Vorschläge zu machen, wie Deutschland diese neue Verantwortung in Zukunft wahrnehmen will. Das waren erste Schritte, aber die haben gezeigt, dass wir wieder Mut haben können, solche Entscheidungen auch zu treffen. Welche Rolle will Deutschland spielen? Welche Verantwortung sind wir bereit zu übernehmen? Welche Führungsverantwortung ist Deutschland bereit zu übernehmen? In der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und diese Wirtschafts- und Finanzpolitik steht vermutlich in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, vor einer großen, vielleicht sogar vor ihrer größten Bewährungsprobe. Liebe Freundinnen und Freunde, täuschen wir uns da doch bitte nicht. Ja, Greenpeace kann das das C abmontieren. Das können die behalten und sollen die mit nach Hause nehmen und sich ins Wohnzimmer stellen. Da wird es segensreiche Wirkung entfalten. Aber das, liebe Freundinnen und Freunde, das, was dahinter steht, das nehmen Sie uns nicht. Dass wir nämlich auch Wirtschafts- und Finanzpolitik aus einem Wertefundament heraus formulieren und gerade vor dem Hintergrund dieser geradezu dramatischen Entwicklung auf der Welt. Und bitte leugne keiner, dass wir ein Problem haben. Wir haben ein sehr, sehr ernsthaftes Problem. Über die Ursachen und Kausalitäten kann man reden, aber wir haben ein Problem. Und dieses Problem müssen wir mit der Marktwirtschaft lösen und nicht ohne oder gar gegen sie. Und das wird die größte Aufgabe sein, vor der wir möglicherweise stehen werden. Und das ist die entscheidende Auseinandersetzung, die wir dann auch mit den Grünen suchen müssen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, natürlich sind da viele unterwegs, die am liebsten dieses Vehikel nehmen würden, um gleich die ganze Wirtschaftsordnung abzuschaffen. Und die Stimmen derer, die das wollen, werden ja laut und lauter. Wir wollen das nicht. Wir wollen mit dieser marktwirtschaftlichen Ordnung diese Herausforderung bestehen. Aber das wird schwierig. Das erfordert Mut zur Veränderung. Und Mut kommt von etwas zumuten. Wir werden der Bevölkerung etwas zumuten müssen. Wir müssen führen in dieser schwierigen politischen Zeit. Das geht auch nicht ohne oder gar gegen Europa. Das geht nur mit Europa und in der Europäischen Union. Und das geht, wie die CSU, wie ich finde, richtigerweise sagt, das geht nicht gegen die Bevölkerung, sondern das geht nur mit der Bevölkerung. Die Menschen sitzen nicht da und machen sich von morgens bis abends Gedanken darüber, ob nun tatsächlich oder vermeintlich die Welt endet. Die machen sich Gedanken darüber, wie der Monat endet für sie und ihre Familien. Stammt nicht von mir, dieses Zitat, sondern aus einem Buch. Bin zwar nicht promoviert, aber ich sage die Quelle trotzdem, von Jan-Werner Müller, der gesagt hat, Furcht oder Freiheit ist die Frage, vor der wir stehen. Und das unterscheidet uns. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, unterscheidet uns auch von den Grünen. Ja, es ist eine wunderbare Sache, dass sich da viele junge Menschen wieder für Politik engagieren. Und Greta Thunberg ist eine beeindruckende Person. Aber wenn sie sagt, dass wir ihr die Jugend geraubt hätten, dann muss man ihr sagen, nein, ihr habt in der Generation die beste Jugend gehabt, die es jemals überhaupt in diesem Teil der Welt, jemals überhaupt in diesem Teil der Welt gegeben hat. Aber wenn das so bleiben soll, dass diese junge Generation auch in der nächsten und in der übernächsten Generation solche Chancen hat, dann müssen wir heute viel ändern, damit es morgen so bleibt. Und das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir stehen. Wir sind da in einem Prozess. Von diesem Parteitag wird jetzt auch in den Medien relativ viel erwartet. Nein, nicht dieser Parteitag wird die endgültigen Entscheidungen treffen,
sondern in einem Jahr, nach einem weiteren Prozess des Nachdenkens, des Entscheidens, des Vorbereitens auf diesen Parteitag dann im Jahr 2020, der diese entscheidenden Antworten geben muss. Wir sind am Anfang dieses Prozesses und ganz gewiss nicht am Ende. Wir müssen diesen Prozess mit glaubwürdigen Personen verbinden. Danke für die Hinweise, die von Jens Spahn, von Annegret Kramp-Karrenbauer kamen. Und wir müssen uns in dieser Breite der Partei aufstellen, Verantwortung übernehmen und Führung zu zeigen. Und liebe Freunde, erlauben Sie mir, dass ich ein ganz offenes Wort auch sage zu unserer Partei. Wir können draußen nicht über den Zusammenhalt der Gesellschaft sprechen, wenn wir in der Partei den einen oder anderen oder gar ganze Gruppen ausgrenzen. Um es noch deutlicher zu sagen, solange Sie auf dem Boden unseres Grundsatzprogramms stehen, haben sowohl die Werteunion als auch die Union der Mitte ihren Platz in der Union. Und das Allerbeste wäre, wenn es solche Gruppen gar nicht geben müsste, dass sie nämlich alle in der Mitte der Union sind und mitarbeiten an den Themen, die wir für richtig halten und die wir erarbeiten. Meine Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Freunde, wir haben schwierige Zeiten. Aber wir müssen doch an die Erzählung des Kulturpessimismus und des Niedergangs eine andere Erzählung setzen, nämlich eine Erzählung der Zuversicht und des Optimismus und des Selbstvertrauens, dass wir die Probleme unserer Zeit lösen können. Und zu dieser Lösung gehört, dass wir nicht gegen Technologie, sondern mit Technologie diese Lösung suchen. Nicht gegen die Moderne, sondern mit der Moderne diese Wege aufzeigen und diese Wege suchen. Und dann, liebe Freundinnen und Freunde, will ich auch ganz ehrlich noch zu mir etwas sagen. Ich habe das bei der Jungen Union gesagt und wiederhole das hier heute. Ich habe da gesagt, wenn Sie wollen, dass ich dabei bin, dann bin ich dabei. Ich wiederhole das heute hier, aber mit beiden Teilen dieses Satzes. Und es geht nicht um mich oder gar noch um irgendwelche niederen Motive, die mir dabei unterstellt werden. Es geht darum, dass diese christlich-demokratische Union, die eine so große Verantwortung für dieses Land und für die Europäische Union hat, dass diese christlich-demokratische Union zusammen mit der CSU auch bereit und in der Lage ist, ihre Verantwortung für Deutschland in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, so erfolgreich zu führen und wahrzunehmen, wie wir das in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Darum geht es, dass wir zusammen das machen. Dafür stehe ich hier, dass wir gemeinsam diesen Erfolg für Deutschland und für Europa haben. Und ich finde, dafür lässt sich kämpfen, streiten. Dann müssen wir auch mal aushalten, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, aber nie zurückgerichtet, immer nach vorne ausgerichtet und mit dem klaren Willen, Verantwortung in Führung für dieses Land so zu übernehmen, dass die Menschen uns vertrauen, dass da nicht rechts und links alles stärker wird, sondern dass die Mitte wieder stärker wird und dass die Menschen sagen, ja, die führen spannende, manchmal auch kontroverse Diskussionen in ihren Reihen, aber alle zusammen eint, dass sie diese Verantwortung für Deutschland wahrnehmen wollen und die Menschen trauen uns das dann auch zu. Und diese Botschaft muss von Leipzig, so wie schon einmal 2003, auch im Jahr 2019 ausgehen. Und dafür stehe ich hier und dafür möchte ich mit Ihnen zusammen kämpfen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Friedrich Merz. Als nächster bekommt das Wort Dennis Radke aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Danach Annette Wittmann-Mautz. Die Rednerliste ist übrigens ein wenig angeschwollen. Wir sind mittlerweile bei 30 Wortmeldungen. Wenn die alle jetzt so in der Länge weitergehen, wird dieser Tagesordnungspunkt noch einige Stunden dauern. Aber jetzt hat erstmal Dennis Radke das Wort. Ja, lieber Oliver, liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Annegret, liebe Freundinnen und Freunde. Unsere Vorsitzende hat darauf hingewiesen, für uns alle ist 2019 bisher ein sehr schwieriges Jahr. Und das gilt auch und sicherlich auch im Besonderen für Europaabgeordnete unserer Partei, weil der Wahlkampf alles andere als schwierig war und der Wind mehr von vorn als von hinten geblasen hat. Aber die Gründe dafür, dass das so ist, liebe Freundinnen und Freunde, haben nach meinem Verständnis und nach meiner Lesart weniger was mit der Politik zu tun und mit unserem Politikangebot, das wir als CDU machen. Nach meinem Verständnis sind wir in Deutschland immer noch der Mercedes unter den Politikangeboten. Aber es hat sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir über uns und unsere Politik sprechen und wie wir an manchen Stellen, ich sage das auch in aller Deutlichkeit, mit unserem demokratisch gewählten Führungspersonal umgehen, liebe Freundinnen und Freunde. Und eine Partei, die für sich den Anspruch erhebt. Dennis, darf ich einmal unterbrechen? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich glaube, es ist ein Gebot der Fairness, dass diejenigen, die dem Redner zuhören möchten, die auch die Gelegenheit bekommen und diejenigen, die das Gespräch mit ihrem Nachbarn suchen, das vielleicht in der Ausstellung oder draußen tun. Also ich habe wirklich die Bitte, den Geräuschpegel etwas runterzuschrauben. Dennis Radke weiter. Ja, vielen Dank, lieber Oliver. Das ist auf jeden Fall einfacher, als wenn ich den Geräuschpegel noch raufschrauben muss. Also von daher, eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, eine bürgerliche Partei zu sein, die muss sich schon die Frage stellen lassen und die Frage gefallen lassen, wie bürgerlich ist es eigentlich, permanent und in unschöner Regelmäßigkeit die eigene Führung offen in Frage zu stellen und Debatten, die in der Sache abgeschlossen sind, weiter künstlich zu verlängern. Und wenn dann der Eindruck entsteht, dass in Sachen Chorgeist und in Sachen Disziplin manche Thekenmannschaft mehr in die Waagschale zu werfen hat als wir, und wenn bei einigen der Eindruck entsteht von uns, dass einige fachpolitisch so wenig ausgelastet sind, dass sie die Arbeit für die Opposition gleich mitmachen, liebe Freundinnen und Freunde, dann freut das vielleicht viele Journalisten in diesem Land, dann trägt das aber ganz sicher nicht zu unserem politischen Erfolg bei. Und als wenn das alles noch nicht genug wäre in diesem Jahr, dass, man kann es nicht oft genug wiederholen, sehr schwierig ist für unsere Partei, laden uns einige noch die Debatte auf, ob und wenn ja, inwieweit eine Kooperation mit der AfD möglich ist. Wer so etwas tut, liebe Freundinnen und Freunde, dem kann ich nur sagen, packt euren Rechenschieber ein, packt eure Hinweise ein, dass Wahlen und Abstimmungen geheim sind. Christdemokraten lassen sich niemals und nirgendwo von Faschisten aufs Pferd helfen. Und wer das tut, der gefährdet die Zukunft der CDU als Volkspartei, liebe Freundinnen und Freunde. Und ein letztes möchte ich noch sagen, was mir einfach auch als Europaabgeordneter extrem wichtig ist. Wir müssen endlich mal wieder rauskommen aus dieser Ecke, Politik mit der eingebauten Miesepeter-Attitüde zu machen. Wenn wir auf die Situation in Europa schauen, wir stehen vor schwierigen Fragen. Auch wenn der Brexit jetzt sozusagen bald über die Bühne geht, geht es jetzt um die zentrale Frage, wie machen wir weiter mit der Finanzierung der Europäischen Union. Und da erwarte ich von meiner Partei, von der Europapartei CDU, dass wir da an der Spitze der Bewegung stehen und dass wir nicht wieder mit beiden Füßen auf der Bremse stehen und schwarzmalen und jammern, dass wir einen höheren Beitrag werden leisten müssen. Wir werden den leisten. Jeder, der seriöse Politik macht, weiß, dass wir das machen müssen. Aber wir müssen diejenigen sein, die an der Spitze der Bewegung stehen, dass den Menschen erklären, auch wenn es nicht immer einfach ist. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag, weil eine Partei im Bundestag, die immer nur schwarz malt und den Untergang herbeiredet, die gibt es schon. Dafür braucht es nicht die CDU und die CSU. Unser Auftrag und unsere Mission ist eine andere, liebe Freundinnen und Freunde. Vielen Dank, Dennis Radke. Als Nächste Annette Wittmann-Mautz, danach Thomas Mann. Liebe Annegret, liebe Angela,
liebe Delegierte, liebe Freundinnen und Freunde. Mut macht mehr möglich. Das ist das Leitmotiv der Frauenunion und es passt so gut zu unserem Land, zu unserer Partei und ihrer Vorsitzenden. Und deshalb ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Annegret, für diese klare, für diese starke und für diese mutige Rede. Wenn wir mutig gestalten, wenn wir Politik neu denken, dann werden wir als CDU auch in der Zukunft erfolgreich sein. Denn wir wissen, was wir haben. Starke Frauen von der Kommunalpolitik über die Landes- bis auf die europäische Ebene. Wir wissen, was sie können und was sie leisten. Aber wir wissen auch, was wir brauchen und was wir wollen. Nämlich mehr davon, mehr Frauen. Mehr Frauen in der CDU, in Ämtern und in Mandaten. Und dafür haben wir als Frauenunion Vorschläge gemacht. Wir sind die Einzigen, die konkret geworden sind. Und wir wissen auch, dass es dazu unterschiedliche Meinungen in unserer Partei gibt. Und deshalb lassen Sie uns gemeinsam nach dem besten Weg suchen. Denn die Konkurrenz ist groß. Es ist kein Selbstzweck, womit wir uns beschäftigen. Was würde ein Mittelständler denn machen, wenn Umsatz und Kunden wegbrechen, die Mitarbeiterinnen unzufrieden sind? Transparenz, Marktanalyse, externe Beratung, Zielvorgaben, all das wäre der Weg. Und genau das machen wir. Und um es seit heute, weiß ich ja, frei mit Wolfgang Schäuble zu sagen, ja, wie soll es denn sonst gehen, liebe Freundinnen und Freunde? Ja, und jetzt binden wir alle in einer Struktur- und Satzungskommission ein. Im besten Sinne eine Zukunftswerkstatt, wie Annegret Kramp-Karrenbauer es heute Morgen beschrieben hat, in der im gemischten Team die besten und die erfolgreichsten Konzepte entwickelt werden. Beim nächsten Parteitag wollen wir dann über die Ergebnisse beraten. Und ich glaube, es ist ein guter Weg, denn wir können ihn gemeinsam gehen und somit auch gemeinsam unsere Ziele erreichen. Liebe Freundinnen und Freunde, gemeinsam, ja, das ist auch das Stichwort für ein anderes Thema, nämlich Integration. Ich arbeite als Staatsministerin mit ganzer Kraft dafür, dass Deutschland seine vielfältigen Stärken, seine Potenziale besser nutzt. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir alle und insbesondere alle Kinder von Anfang an besser fördern. Und dazu brauchen wir Sprachstandstests. Wir brauchen bessere Sprachförderung. Und zwar schon vor der Schule und auch überall und verpflichtend. Und, liebe Freunde, wir wissen ein weiteres. In den nächsten 10 Jahren wird unser Erwerbspersonenpotenzial um 6 Millionen Menschen zurückgehen. Das heißt, wir brauchen jeden klugen Kopf, jede fleißige Hand in unserem Land, ob im Handwerk, am Patientenbett, in den Ingenieurbüros. Und deshalb arbeiten wir dafür, dass wir für alle attraktiv sind, die unser Land stark machen. Und das sage ich ganz besonders vor dem Hintergrund, dass gerade nach den furchtbaren Ereignissen der letzten Monate doch eines für uns klar sein muss und selbstverständlich sein muss. Nämlich, dass wir allen die rote Karte zeigen, die den Boden für Rechtsextremismus, für Antisemitismus, ja für Menschenhass in unserem Land bereiten. Helmut Kohl hatte recht, als er sagte, wer gegen Ausländer hetzt und brandschatzt, ist kriminell und gemeingefährlich. Wer so etwas tut, kann nie und nimmer für sich in Anspruch nehmen, ein deutscher Patriot zu sein. Ja, recht hat er, damals wie heute. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir sind keine Polarisierer, keine Spalter, die ihre Überzeugungen mit dem Vorschlaghammer oder der Abrissbirne durchsetzen. Das ist nicht unser Stil. Wir sind Gestalter, wir sind Konstrukteure, ja, Brückenbauer mit einer Zukunftsagenda. Die CDU soll auch in Zukunft Deutschlands starke Mitte sein,
Dafür lasst uns gemeinsam arbeiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Annette Wittmann-Mautz. Als nächster bekommt Thomas Mann aus Hessen das Wort, danach Armin Laschet.